Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier bei Simrise TV. Dienstagabend. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal an einem Dienstag moderiert hätte. Mein Name ist Lutz Enger. Und ich werde euch heute durch die Abendunterhaltung führen hier. Ich hoffe das jedenfalls mal. Und ja, was machen wir? Wir sind hier bei der RFN, RFNL, so, DE. Und zwar geht es hier eine richtige VLN. Und ziemlich beeindruckend, was die Jungs hier auf die Beine gestellt haben. Und um das ein bisschen kompetenter darzustellen, als es nur allein durch mich möglich wäre, haben wir hier einen der Mitorganisatoren. Und ich freue mich sehr, Micha Klein, herzlich willkommen hier erstmals bei Simrise TV. Vielen Dank. Hallo Lutz. Ja, Micha, es ist. Ich glaube, bei allen hier, Orga und auch bei mir, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Kribbeln in den Händen, jetzt vor dem ersten Rennen. Wie geht's dir momentan so? Ja, kann ich nur bestätigen, deine Einschätzung. Also mir geht es ähnlich. Ich fieber dem Event jetzt schon ganz lange entgegen, aber so aufgeregt wie heute war ich ja noch nie. Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich fühlen. Micha, ganz kurz zur Rennserie. Wir sind hier in einem Team-Event und wir fahren eine VLN, also sprich 10 Wertungsläufe auf der Nordschleife. Die fahren wir natürlich nicht alle 10 heute Abend, aber erzähl mal ein bisschen. Ja, also grundsätzlich ist die RFLN, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, die ist stark angelehnt an die reale VLN. Wir versuchen, so viele Elemente wie möglich aus der Realität der VLN auch zu übertragen in diese Meisterschaft. Was wir nicht ganz können, ist sehr, sehr viele Fahrzeuge darzustellen. Das sind einfach die Kapazitäten des Spiels begrenzt. Aber ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Vom Regelwerk her uns da sehr stark anzulehnen. Also das geht von Boxenstopps los über verschiedene Klassen. Wir haben insgesamt 4 an der Zahl, bis hin zur Einführungsrunde, dem Start und so weiter und so fort. Das präziseste, was wir übernehmen können aus der VLN, ist die Punktematrix. Also die wird 1 zu 1 übernommen. Das heißt, genau so viele Starter, wie die jeweilige Klasse bietet. Danach staffelt sich dann halt auch das Punktesystem. So, und jetzt haben wir hier einen ziemlich beeindruckenden Rennstart. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich das gehört habe. Ihr startet in zwei Grids. Wie genau funktioniert das? Die zwei Grids starten, also die Recon Lab ist für alle gleich. Die zwei Grids werden eingeteilt, also die RFLN Klasse 1 und 2 bilden das erste Grid, die Klassen 3 und 4 das zweite Grid. Alle stehen auf der Start-Zielgeraden des Grand Prix-Kurses. Das erste Grid wird von einem Pacecar angeführt, genauso wie das zweite Grid. Beide Grids fahren den Grand Prix-Kurs und dann auf die Nordschleife, über die Nordschleife komplett und stellen da einen Abstand von circa 1 Minute her. Nach der Döttinger Höhe, bei der Auffahrt dann auf den Grand Prix-Kurs, wird das erste Pacecar ausscheren. Auf ein Kommando der Rennleitung wird dann auch der Start für das erste Grid freigegeben. Somit ist das erste Rennen, das erste Grid schon im Rennen, während das zweite Grid dann noch die restliche Nordschleife eben passiert. Und das passiert dann auch analog mit dem zweiten Grid, derselbe Startvorgang. Ja, super Sache, weil das eröffnet natürlich auch für den Broadcast die Möglichkeit, beide, ja, zwei Starts zu zeigen, nämlich der Klasse 1 und 2 und der Klasse 3 und 4 separat. Das ist eine großartige Geschichte. Und jetzt habe ich auch alle Autos sichtbar. Das war nicht meine Schuld. Ich habe nicht nochmal gesünd. So, nein, also wir haben hier dann tatsächlich ziemlich. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, das Ganze läuft so ein bisschen unter Konsolenräse, aber ihr seid jetzt auf der PlayStation unterwegs mit AirFactory. Ihr habt das nicht Nein. irgendwie gehackt oder so, ne? Nein, nein, nein. Der Eindruck kann sich jetzt, wenn man relativ kurzfristig hier einsteigt, ja, was durchaus passieren kann sich der Gedanke kann sich aufdrängen, weil man eben diesen Flyer sieht für das erste Rennen. Es ist so,
Auch hier haben wir uns wieder stark an die VLN angelehnt. Wir wollen alle Laufnamen nicht einfach nur Lauf 1, 2, 3, 4, 5, 6 nennen, sondern wir wollen alle Laufnamen möglichst vergeben und uns dadurch ein bisschen Unterstützung auch einholen. Also jedes Team, was hier teilnimmt oder jeder Zuschauer, der hier zuschaut, hat die Möglichkeit, einen Laufnamen zu erwerben. Mhm. Dieses Erwerben hört sich jetzt erstmal nur finanziell an, aber wir sind, da wir dieses Ganze zum ersten Mal machen und relativ Neulinge sind, sind wir ein bisschen auf Mithilfe angewiesen. Und eigentlich jeder, der uns ein bisschen oder ja, einen extremen Schritt voranbringt, ein bisschen weiter voranbringt, durch Tipps, Tricks, Möglichkeiten, wie wir hatten zum Beispiel so ein bisschen Reifen-Upgrade und solche Geschichten, auch so Informationsveranstaltungen, wie jetzt zum Beispiel KPR gemacht hat, dienen uns einfach zum Bekanntmachen der Serie und zum Verbessern der Serie. Und dafür wollen wir uns erkenntlich zeigen und vergeben unsere Laufnamen. Im Bereich Information war zum Beispiel dieses Team KPR, also Konsolen-PC-Racer, relativ kooperativ und hat uns da ein bisschen auf die Sprünge geholfen, uns bekannter zu machen. Das haben wir also deutlich gespürt und haben daher den ersten Lauf die Namensrechte einfach an KPR Fighter vergeben. Ja, super Sache. Das klingt richtig, richtig gut. Das ist auch genau das, was ich seit vielen, vielen Jahren Simracing mache oder was ich versuche, dass man halt einfach die Leute zusammenbringt aus den unterschiedlichen Bereichen, wo die da überall rumgurken, dass man dann mal irgendwo zu einer Rennserie sich zusammenfindet. Und wenn ich mich hier so umschaue, ist euch das echt gut gelungen. Also zumindest aus dem deutschsprachigen Raum habt ihr hier eigentlich so alle, also mehr oder weniger kenne ich die als Fahrer momentan am Server sind. Das ist echt eine großartige Geschichte. Sollte auch unterstützt werden. Also, habt ihr bisher alles richtig gemacht, so wie es aussieht. Und ja, also schon nicht schlecht. Jetzt hilf mir doch mal bitte einmal nochmal bei den Führenden der Klassen. Ich habe hier das Qualifying vorliegen. Wir wollen das mal ganz kurz durchgehen. Also Kevin Maas hat hier das Auto, ich vermute mal, für Ace Racing auf die Position 1 gestellt. Sebastian Schmitz nicht. Nee, denn Kevin Maas fährt es für das Team Racing Association. Ach ja, richtig, richtig. Mhm. Genau. So, und der Sebastian Schmitz steht auf Position 2 und Fabio Scheuermann auf Position 3. Die haben das in der Klasse 1 hier geschafft. Und jetzt musst du mir tatsächlich mal helfen. Wo beginnt jetzt nochmal, das war, glaube ich, bei Michael Fayer, richtig? Der das war, ja, genau. Okay, das ist der Polesetter der Klasse 2. Und jetzt weiß ich es aber wirklich nicht. Klasse 3, wo beginnt die? Ich habe jetzt das Qualifikationsergebnis gar nicht vorliegen. Ah, okay, sorry. Dann vermute ich mal, also wenn ich das hier so von den Zeiten sehen kann, müsste das so um den 12., 13. Platz Jens Ledwig oder Michael Müller, eventuell Robert Reck sein. Also ich bin mir jetzt da nicht so hundertprozentig sicher. Mein letzter Kenntnisstand, als ich das letzte Mal drauf war, war das Jens Ledwig, der ist sehr schnell. Ja. Und ist aber nicht auszuschließen, dass Michael Müller ebenfalls relativ fix unterwegs ist. Ja, der ist ganze 34.000stel hinter dem Jens Ledwig gelandet und das auf einer Strecke mit 25 Kilometer Länge. Das ist schon mal ziemlich cool. Also wäre jetzt noch super, wenn der nach 2 Stunden, die dann auch in diesem Abstand über Start und Ziel fahren, egal in welcher Reihenfolge. Ja, ist richtig. Genau. Beste Werbung für diese Klasse, ja. Richtig. Oh, und dann haben wir eigentlich den Michael Bräutigam als der ist aber irgendwann vom Server geflogen, wie auch immer. So, bei mir tut sich jetzt hier gerade was. Wir haben jetzt 5 Minuten. Wahrscheinlich geht jetzt hier die Rest-Before-Phase los. Sollte eigentlich so sein, dass im Warm-Up niemand fährt, weil eben das Grid eingestellt ist. Also im Normalfall dürfte jetzt keiner. Doch, wir sind im Rennen. Ach. Also, es wurde in die Rennsession geschaltet. Ich sehe da unten das Qualifying durchlaufen, allerdings ohne Zeiten. Da liegt, glaube ich, daran, dass der Server neu gestartet wurde. Oder die neu gestartet wurde. Dann sind natürlich die Qualifying-Zeiten weg. Ja, wollen wir mal hoffen, dass alles klappt. Ich drücke euch wirklich ganz doll die Daumen, weil ich bin einer derjenigen, der es wirklich nachvollziehen kann, wenn was für ein Stress und was für eine Hektik aufkommt, wenn irgendwas schief läuft. Also ich wünsche euch wirklich
das Beste und dass die ganze viele Arbeit, die ihr hier im Vorfeld investiert habt, sich jetzt heute auch auszahlt und die Leute nach diesem Rennen echt happy sind, weil das ist ja der einzige und auch wirkliche Lohn, den man als Organisator hat nach so einer Veranstaltung. Ja, ganz heute genau. Toi. Vielen, vielen Dank. Ja, und nochmal auch also. Danke an dich, ja, und nochmal ein ganz großes Lob, dass du wirklich so kurzfristig eingesprungen bist und uns dieses Event dann auch überträgst. Gut, ob du mich nach dieser Übertragung noch lobst, das werden wir dann sehen, wenn ich hier nämlich null Durchblick hatte. Aber ich hoffe mal, wir kriegen das einigermaßen hin. Und freuen wir uns drauf. Ich denke mal, Nordschleife ist immer ein Hingucker wert. Also wollen wir mal schauen, ob sich das bisschen Werbung auf Facebook auch auszahlt, dass wir ein paar Zuschauer hier zusammenkriegen. Und auf alle Fälle gibt es dann eine Rechnung hinterher. Also, okay. Ja. Dann grüß mir den Rest deiner Orga da oben und stell denen auch nochmal beste Wünsche von mir und wir hören uns dann hoffentlich vielleicht nochmal nach dem Rennen. Ja, hoffe ich auch. Alles klar. Also, bis dann. Bis dahin. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir hier auf der Strecke und ich bin ein bisschen erstaunt, warum das hier so ein bisschen ordnungsmäßig recht aussieht gerade. Es geht trotzdem irgendwie bei euch, kommt da was an? Zumindest haben wir keine Dropped Frames, das freut mich schon mal sehr, weil meistens bei solchen besonderen Sachen unser Distributor, unser Stream-Distributor immer mal ein bisschen Scheibe, aber momentan, es läuft alles hinstellen. Wir werden irgendwann nach der ersten Stunde des Rennens, werden wir so ein bisschen den Stream mal ganz kurz unterbrechen, so damit wir zwei Aufzeichnungen haben, damit die Aufzeichnungsdatei nicht zu groß wird. Genau. So, ich hoffe mal, wir haben das hier alles soweit im Griff. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir mal behaupten, dass mit dem Qualifying ist ein bisschen daneben gegangen. Qualifying-Aufstellung. Ja, doch, nicht. Bin ich ganz sicher. Ja doch, das sind die Leute, die nachträglich dann nochmal gejoint sind, weil ich sehe den Stanislav Osterdahl von ganz hinten starten. Der steht sogar noch hinter Simrace TV. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das so gewollt ist. Der steht aber auch noch in der Box. Ja, tut er das nicht? Nee. Oder nicht? So, wir gehen aber nichtsdestotrotz mal zum Pacecar der Klassen 1 und 2. Wir haben ja zwei Safety Cars hier unterwegs. Und ihr habt es gesehen, die Klasse 3 und 4 steht noch auf der Startziel. Die fährt dann etwas später los. So, es sind hier aber zwei Safety Cars. Moment, Klasse 1 und 2 steht hier auf der Startziel. Ah, die kriegen dann ein Kommando, wenn die losfahren sollen, glaube. Oh. Also ihr müsst mir das noch ein bisschen nachsehen hier. Ich bin da noch nicht so hundertprozentig fit. Ich habe am Sonntag erfahren, dass ich das hier heute streame und ich hatte heute überhaupt keine Zeit, mich mit der ganzen Geschichte auseinanderzusetzen. So, jetzt ist der Michael Fayer. Ah, der kommt. Ah, jetzt kommen die hier rein. Alles klar. Jetzt haben wir das verstanden. Das heißt, die sortieren sich jetzt hier auf der Start des Grand Prix-Kurses ein. Mal davon aus, dass das zweite Safety Car dann. Nee, jetzt. Genau, jetzt stehen die alle richtig. Hoffen wir mal, dass das hier alles klappt. Ja, das Safety Car macht schon mal einen Frühstart, oder? Nee. Alles gut geklappt. So, jetzt kommt hier vorbei. Wir lassen dann mal die Kamera hier fix auf der Zielgeraden. Genau, und da hinten sehen wir die Fahrzeuge, die dann noch warten. So, hier haben wir das Safety Car, genau. Kevin Maas, der jetzt hier angezeigt wird als Position 2, ist der
Klassenführende bzw. der Gesamtführende der Klasse, ja, logischerweise auch der Klasse 1. Genau, der steht eigentlich auf Position. Also Leute, so dahinter haben wir Sebastian Schmitz. Auf der 3 dann Fabio Schürmann. Auf der 4 auch im SLS vertreten hier die Mercedes-Fraktion. Der Felix Heiden, Alex Sturm, dann hier im Aston Martin auf der Position 6. Dann geht es weiter mit der Klasse 2. Das ist der Micha Feier. Porsche. Haben wir hier, das ist noch ein GT40, oder? Nee, das ist ein Gott GT. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Ich habe hier ein sehr, sehr pixeliges Bild. Ich kenne mehr oder weniger eigentlich die Form des Autos, aber die Details da hinten, naja doch. Also, gut, ganz sicher bin ich mir nicht, aber da wird mich vielleicht auch noch jemand aufklären, dann notfalls. Das ist der Jimmy Kahn auf der 2. Position, Andreas Schröder Position 3. Auf der 4 der Frank Schmidt. 5 der Jens Hase. Platz 6 der Robert Reck. Auf der 7 war den Stefan Fritsche. Auf der 8 Massimo Locatello. Dann auf der 9 Eric P. Nee, Quatsch. Den Stefan Lenkheit. Eric P. Der 10. Dahinter den Sebastian Roscher auf der Position 11. Das sind die ersten beiden Klassen. Ja. Wenn ich das jetzt richtig sehe, bewegt sich auch die 2. Klasse mittlerweile. Mal gucken, genau, da haben wir das Safety Car. Und da gehen wir jetzt auch mal die Positionen durch. Da haben wir den Jens Ledwig als Führenden der Klasse 3. Der Müller auf der Position 2. Jürgen Gartringer auf der 3. Auf der 4. Dann Andreas Bär. Jörn. Lukrawka auf der 5. Und Markus Gerczak auf der 6. So, und dann sollte es weitergehen hier mit der Klasse 4. Da muss ich jetzt erstmal gucken, ob das hinhaut. Ja, das ist der Jan Tietz. Auf der 2 Danny Weller. Herbert Pickmeier auf der 3. Auf der 4 der Edgar Steffens. Janik Kuffel auf der 5. Alexander Keller. Sehr schön, immer wieder zu sehen, den Alex für das Team GT1.de. Sehr schön. Auf der 7. Auf der 8 Marcel Penzkofer. Auf der 9 dann Michael Bräutigam, der eigentlich die Klasse angeführt hat, mit einer sensationellen Zeit. Mit einer 8, 17, 9, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Klasse, Hammerzeit. Und ich würde auch mal drauf wetten, dass wir ihn mindestens auf dem Podium sehen nach dem Rennen. So, dann haben wir auf der 10 den Adrian Sujak und Stander Ostertal auf als letzter hier der Klasse. So, jetzt gehen wir mal wieder ganz nach vorne. Wir fahren hier eine komplette Runde als Formation Lab dem Safety Car gefolgt und wir konzentrieren uns natürlich jetzt erstmal auf die Klasse 1. Wir haben jetzt noch ein paar Meter, also wir sind jetzt gerade mal mit der ersten Klasse Anfang des zweiten Sektors, also das wird noch ein bisschen hier. Ja, ich habe, wie gesagt, am Sonntag oder ich glaube Samstag habe ich eine Facebook-Nachricht gekriegt vom Achim Krause. Dann hat er mich verwiesen oder wurde ich angerufen,
vom Daniel Makaus. Und der hat mir dann das Ganze so ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich muss sagen, ich unterstütze eigentlich sehr, sehr gerne alles, alle die Aktivitäten, die im Ausmaß stattfinden, wo man sich wirklich viel Arbeit macht, um Simracing wirklich den Stellenwert zu verschaffen, den es. Und das haben die Jungs hier wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Von daher, dass auch noch ein Termin in der Woche war, habe ich gesagt, ja, okay, also maximal 3 Rennen mache ich das. Und dahin war sehr interessiert, hier einen Moderator zu finden. Läufe 4 bis 10 dann. Vielleicht auch nicht für alle, den einen oder anderen kann ich dann sicherlich auch noch übernehmen. Aber wäre schon ganz klasse, wenn wir hier jemanden finden. Ich glaube, ein kleines Dankeschön gibt es dann auch. Das ist gar nicht mal so klein. Nehme ja was nicht an, aber wenn hier jemand richtig Interesse hat, sich ein bisschen auf der Nordschleife auskennt, mit der VLN auskennt, mindestens rudimentäre Kenntnisse hat, mehr habe ich eigentlich auch nicht. Nein, nein, ist Quatsch. Also so ein bisschen Affinität zur Nordschleife sollte schon vorhanden sein und dann würde ich mich sehr freuen, wenn er sich bei mir oder bei einem der Verantwortlichen der Rennserie meldet und dann könnten wir hier das relativ spannend nahebringen, wie das funktioniert. Das ist wirklich easy. Jeder, der seinen PC selbsttätig ein- und ausschalten kann, kann hier auch so einen Stream machen auf den PCs von Simrace TV. Also das ist überhaupt kein Problem. Und was man braucht es 2000 und Mikrofon und also normales Mikro. Und dann sollte das, ja gut, der Rechner sollte Internetanbindung haben, ja, habe ich gesagt. Und sollte Teamspeak haben. Alles andere können wir dann. Alles andere kommt von Simrace TV und das könnt ihr ganz, ganz einfach. So, habt mal ein bisschen Mut, auch wenn hier bei den Teams jemand dabei ist, der nicht vorhat zu fahren, der aber gerne mal so ein Rennen moderieren möchte. Einfach geht auf bei Simrace TV aufs Kontaktformular oder geht vor rfln.de und meldet euch dort an und schreibt einen der Admins, dem Carsten Schulz zum Beispiel oder dem Michael Klein, der eben da war, dann kriegen wir das hier irgendwie gebacken. Das wäre ganz gut. So, ihr Lieben. Hälfte haben wir um, so circa. Naja, doch, doch. Wir haben noch ein paar Meterchen, aber Spannung steigt und so langsam fängt es an, in den Händen zu kribbeln. Mal gespannt, wer hier sein Fahrzeug einigermaßen unbeschadet über die Distanz bekommt. Also, das ist ja immer das große... Große Frage hier auf der Nordschleife. Es gibt kaum eine, nee, es gibt keine Rennstrecke, die schwieriger ist. Wohl auch nur wenige Rennstrecken, die so gefährlich sind. Gefährlich insofern. Ortet. Gar nicht gefragt. Planseinstellungen hier gewählt sind. Aber gut. Könnte ich jetzt auch noch nachschauen, aber das werden wir auch sehen, wenn die ersten einschlagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den einen oder anderen sehen werden, der in der Leitplanke landet. Ja, wünschen tun wir das natürlich niemanden. Aber, naja. Das Ganze hier geht heute Abend 2 Stunden, das heißt, wir haben es jetzt 8:30. Ich denke mal, so gegen 10:30 wird dann das Rennen abgewunken. Sehr vernünftige Distanz, macht auch erstmal Spaß hier auf der Nordschleife. Testrennen, die hier vorangegangen sind, da gab es wohl etliche, weil man, wie der Micha eben schon kurz erklärte, doch auch Probleme mit der Reifenphysik hatte in den unterschiedlichen Klassen, dass das einigermaßen passt. Wir haben jedoch sehr, sehr viel getestet und gemacht und getan und die sind wohl alle sehr, sehr gut verlaufen, die Testrennen. Das ist immer schon ein gutes Zeichen. Wobei mein Aberglaube ist eigentlich immer genau umgekehrt. Ich kenne es eigentlich nur so, dass die Testrennen immer völlig chaotisch verlaufen und dann läuft die Rennsession super gut. Aber gut, natürlich ist der Indikator des Testrennen ja, ein besseres Vorzeichen als ein Schlag.
Also von daher gehen wir mal davon aus, dass das hier alles super gut läuft. Die Jungs haben auch die Technik einigermaßen im Griff und das gab es jedenfalls keine Auffälligkeiten. Dann wollen wir mal hoffen, dass alle Fahrer hier so unterwegs sind, wie sich's gehört. Die Nordschleife hat auch natürlich hardware-technisch, also PCs, das ist schon eine kleine Herausforderung, auch für aktuelle PCs, keine Frage. Und von daher muss man als Fahrer, als Team, der einzelne Teamfahrer muss hier seinen Rechner optimal einstellen, dass das alles gut läuft. Nachdem, wie welche Autos hier verbaut wurden. Ich fand das übrigens auch sehr, sehr toll, dass die Jungs in Form geschrieben haben. Ihre Mod ist, dass die Mod zusammengebaut wurde. Und naja. Ja, was ist das jetzt für eine Kamera? Eieiei. Ja, also man fährt hier auch die November-Variante, also die Herbst-Variante der Umsetzung der Nordschleife, wo es dann schön neblig ist. Also man sieht das dann auch recht nett, dass man nämlich nichts sieht. Maximal ein paar Scheinwerfer. Aber so geht's natürlich auch. Und der Herr Sturm, Quatsch, der Herr Maas, der macht sich hier schon mal... Oh, Fabio Schürmann, da ist schon irgendwas passiert. Er wird hier gerade durchgereicht. Aber bis ganz ans Ende... Das sieht mir so aus, als wäre der ist did not finish. Ja. Also das erste Opfer ist gefunden. Das war der Drittplatzierte. Das war der Drittplatzierte der Klasse 1. So, das Safety Car ist abgebogen. Nee, ist es noch nicht. Irgendwo schon etwas früher ab. Oh, jetzt gibt es hier irgendwann die Meldung von der Rennleitung Race Green oder Go 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 oder irgend sowas. Und dann werden wir jetzt die ersten beiden Klassen sehen, wie sie in dieses Rennen gehen. So, und das sollte jetzt in diesem Augenblick passieren. So, da müssen wir natürlich auch auf dahin gehen, wo die da fahren. Mein Gott, wieso kriege ich die Autos hier nicht? Jetzt haben wir sie. So, Kevin Maas ist noch in Front, aber Sebastian Schmitz ist da wirklich mehr als dicht dran. Gucken wir mal so ein bisschen. Nein, Maas konnte vorne bleiben. Kamera und da sehen wir, dass alle der Klassen hier gut durchgekommen sind. Hier keinen, der irgendwo in der Gegend rumhängt. Also Maas vor Schmitz und Heinen. Kevin Maas für Racing Association auf der 2 für Core Motorsports der Sebastian Schmidt. Felix Hallen für Green Freshes auf der 3. Genau. Hier den Alex Sturm für Ace Racing auf der 4. Der hat Position gut gemacht. Und hier haben wir dann schon die zweite Klasse mit. Ne, der hat nicht gut gemacht. Der hat von dem Ausfall profitiert. Ja, Micha Feier ist auch vorne geblieben in der Klasse 2. Klasse 3. So, jetzt müssen wir mal, genau, in Klasse 3. Da geht es nämlich hier auch gerade los. Jens Ledwig wird hier angegriffen und verliert auch die erste Position. Michael Müller geht hier vorbei im BMW, wenn ich das richtig sehe. Das alte Duell, nee, ist auch ein E90, oder? Ah, wenn ich das... Ja. E90, ja. 190, ja. So, und die beiden machen mal richtig Alarm hier. Seite an Seite geht's hier über den Grand Prix-Kurs und da gibt's gleich mal einen Lackaustausch. Da
Das war auch nicht zwingend beabsichtigt. Da kam der eine ein bisschen auf den Curb und das Auto sprang zur Seite. Aber immer noch Seite an Seite. Und jetzt ist Michael Müller noch vorne. Das ist ja hier richtig heftig. Wir gehen mal weiter. Genau das gleiche hier hin. Gattringer und Bär. Da direkt dran Alex Keller. So, dann kleine Lücke. Osterdahl. Dann der. Nee, ist nicht der letzte. Lukrawka ist hier noch. Und hier kommt jetzt die Klasse 4, gefolgt von Jan Tietz. Michael Bräutigam ist bereits auf die zweite Position vorgefahren. Ja gut, der ist von 9 gestartet in der Klasse. Also da muss man jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel sagen. Wir können uns das jetzt hier tatsächlich mal antun. Vorne passiert nicht allzu viel. Sebastian Schmitz wird gerade durchgereicht hier. Versuchen wir das mal zu rauszukriegen, was da... Nee, das war falsch. Auf der 14 ist er. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das hier noch sehen. Was ihm da passiert ist. Ich glaube, da sind wir schon drüber raus. Tut mir leid. Also, ja, genau. Wir sind wieder live. So, dann gehen wir nochmal zum Herrn Bräutigam. Ja, ich glaube, das hat sich dann auch schon erledigt. Mann, ach nee. Da ist er, genau. Da ist der Michael Bräutigam. Oh, gibt es jetzt hier schon einen Angriff? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, es ist halt auf der gesamten Nordschleife extrem schwer zu überholen, ohne Fehler des Vordermanns. Und von daher hebt man sich, überlegt man sich den Gegner eigentlich immer für die Göttinger Höhe zurecht, in der Hoffnung, dass man dann auch genügend Topspeed hat. So, ansonsten hier erstmal momentan die Reihenfolgen aus. So, Sebastian Schmitz kommt jetzt wieder so ein... Nee, der fällt noch weiter zurück. Was macht der Junge denn? Auf die Position 30. Jetzt sollten wir jetzt immer wieder im Replay. Gut. Ja, eigentlich sieht das alles ganz normal aus, was er hier macht. Ich denke mal, hier in der Mutkurve hat es ihn zerlegt, oder? Nö, alles gut. Ich kann es nicht sagen, was er macht oder was er nicht tut. Wir sind jedenfalls wieder live. Ja, Bräutigam, ja, hält sich den Jan Tietz warm. Und ich gehe mal davon aus, dass er hier in seinem Volvo dann in Kürze den Herrn Tietz schnupfen wird. Solche Sachen darf man sich dann allerdings nicht erlauben. Da sind wir doch ein bisschen baff erstaunt, dass der Maestro persönlich hier so eine Kapriolen schießt. Gut, gucken wir mal wieder vorne nach vorne in die Klasse 1. Kevin Maas führt hier mittlerweile mit fast 3 Sekunden Vorsprung auf den Sebastian Schmitz, der jetzt hier auf einmal wieder fährt. Das ist ja mal lustig. Ich denke mal, dann war das hier gar kein... ja, da ist ja gar nicht. Das hat nur mein Timing hat hier gesponnen. Er war hier teilweise bis auf Platz 30 zurückgereicht. Wollen wir mal hoffen, dass das nicht weiterhin vorkommt, weil das ist schon ein bisschen albern, wenn ich den an der richtigen Position zeige, aber hier totalen Unsinn erzähle. So, Platz 3 für Felix Hein. Und auf der 4 für Ace Racing der Alex Sturm. Da wollen wir mal der Gerechtigkeit halber noch sagen, Felix Hein für Green Flashes und der Sebastian Schmitz für Core Motorsports. Ja, und der Micha Feier macht da eigentlich auch nicht großes Gezedere. Auch der führt bereits mit 2,5 Sekunden Vorsprung auf den Andreas Schröder. Allerdings hat der richtig gut zu tun hier mit dem
Jimmy Kahn. Also nettes Duell hier. Ford GT gegen Ferrari. Und dann F458 sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Einem Bild hier sehen die beiden für den F430 und der F458 sich sehr, sehr ähnlich. So, und dann schauen wir mal, was die Klasse 3 macht. Da ist er, der Jens Ledwig. Der fightet hier immer noch mit Micha Müller. Und ich glaube, das ist das so ziemlich geilste Duell, was wir hier momentan haben. Zumindest machen die keine Fehler hier, bis jetzt jedenfalls nicht. So, und jetzt guckt euch das an. Jetzt guckt euch das an. Mercedes hatte seine helle Freude. Da braucht man gar nicht so sehr viel zu sagen. Das ist einfach faszinierend, das zu sehen, und das haut mir wirklich. Das ist jedes Mal, wenn ich Nordschleife moderiere, es ist immer etwas ganz Besonderes, weil es wirklich sowas von faszinierend echt aussieht, was hier gefahren wird. Und die Autos sehen fantastisch aus. Also es ist wirklich großartig geworden, was die Jungs hier gemacht haben. Es freut mich echt, dass ich da habe, in Anführungszeichen, breitschlagen lassen, das zu moderieren. Ja, es ist aber jetzt so, jetzt gucken wir mal, Döttinger Höhe, und jetzt sollte es eigentlich, ja, ich sehe auch gerade der Jürgen Gattringer, ja, Jens Ledwig ist erstmal vorbei. Ach, ja, da sollte man allerdings auch dann die richtige Position eintippen. So, hier kommen die beiden, ja, nebeneinander. So, und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wer macht das, wer hat den besseren Topspeed? Ja, Müller. Herr Müller bleibt vorne, und ein Konter ab hier ist das übelste. Da gab es jetzt ein übles Missverständnis. Wer ist das hier? Fritsche, wenn ich das richtig gesehen habe. Stefan Fritsche, genau. Ich weiß es nicht genau, was dem passiert ist. Der war jedenfalls langsam, wollte ausweichen, und genau in die Richtung, wo er ihn ausgewichen ist, ist auch der Jens Ledwig gefahren. Und, nee, wie jetzt? Oh, Leute. Also, richtig blicke ich es jetzt gerade nicht, weil Ledwig und Müller sind noch beieinander. Ich glaube, der Ledwig ist da einfach nur heil rausgekommen aus der Situation, weil Gattringer noch auf der 3 und Keller auf der 4. Also, hier ist keiner verlustig gegangen. Wer auf der 5... Auf der 6 Osterdahl, auf der 7 Gerzak, Lukrawka auf der 8, auf der 9, nee, ist der 9. ist der erste der Klasse 4. So, und Bräutigam hat seinen Abflug da wieder irgendwie verkraftet, ist so gut wie wieder dran an Jan Tietz. Schauen wir mal. So. Was macht da vorne unser Führender? Der macht erstmal gar nichts. Also ich lese gerade, es ist wirklich ein GT40. Ja, also kein Ford GT. Ich meine, der GT hat 2 Heckleuchten. Ich kann das echt nicht wirklich erkennen hier. Ob da 1 oder 2 Heckleuchten sind. Das Bild setzt sich hier aus gefühlten 50 Pixeln zusammen. Von daher seht's mir nach. Also, dass das hier ein Audi ist, das sehe ich noch. So, dass der Kevin Maas hier dem Sebastian Schmitz so um die Ohren fährt, das ist
kleine Sensation, wie ich finde. Beide kenne ich relativ gut. Und ich hätte sie zumindest für gleich stark gehalten. Wenn ich jetzt so einer, ohne etwas zu sehen, gefragt hätte, hätte ich sogar dem Sebastian Schmitz noch einen kleinen Vorteil gegeben. Alex Sturm auf der 3. Auf der 4 Micha Fayer, dann schon der Führende der Klasse 3. Durch die Unfälle und Ausfälle und Did Not Finish und was wir da schon haben, so ein bisschen durcheinander geraten. Ja gut, so viel Did Not Finish haben wir nicht. Ja doch, ein paar sind da schon. 4 Stück. Und 2 haben wir momentan. Penskofer und Suchak sind in der Box. Schauen, was die da machen. Machen einen ganz normalen Service, wie es aussieht. Das ist sehr früh, wo er geplant war, aber ich möchte das leicht bezweifeln. So, gucken wir mal ein bisschen auf die Abstände, wo noch was los ist. Bei dem Herrn Osterdahl ist was los. Naja, so wirklich los ist auch was anderes. Los. Dann gehen wir mal zum Herbert Bickmeier ganz Ende. Aber auch der hat. Lustig, da stand ihm. Also das Timing ist ja hier wirklich ein Kracher. Also da können die Jungs nichts dazu. Gehen wir mal wieder auf die 6, weil ich glaube, hier vorne in der Klasse geht's erstmal richtig rund. Also das ist definitiv. Bayer ist auf alle Fälle. Also ich weiß nicht, ob mein Timing davon auch wieder gesponnen hat, wo er den auf Gesamtplatz 8 oder 9 geführt hat. Auf alle Fälle führt Micha Fayer nach wie vor die Klasse an. Aber der Andreas Schröder ist da dicht dran. Ich mach mal kurz die Fähnchen an, damit ihr das so ein bisschen seht. Fähnchen? Ich will Fähnchen. Ach nee, das ist der Herr Kahn hier, genau. Da haben wir noch einen vor. Genau, da haben wir Schröder. Und der Micha Fayer hat mittlerweile 6,5 Sekunden Vorsprung. So denn das stimmt. Allerdings habe ich oft mal die Erfahrung gemacht, dass gerade auf der Nordschleife das Timing hier mehr als zurück spielt. Gerade was die Abstände betrifft. Aber zumindest sind, wenn ich das jetzt hier so überschaue, Jimmy Kahn ist eine Sekunde hinter Andreas Schröder. Nochmal eine Sekunde zurück Frank Schmidt und nochmal eine Sekunde zurück ist der Massimo Locatello. Erst Jens Hase hat dann einen größeren Abstand im Massimo. Gehe mal davon aus, dass das so richtig ist jetzt hier. Vielleicht sollte ich mal einfach das Ding aktualisieren. Ja, wir sind hier immer sehr auf Entertainment bedacht. Also von daher so eine kleine Widrigkeiten wie ein nicht funktionierendes Timing. Das ist doch dann auch schon mal eher unterhaltsam für allen für mich. Aber dann wohl weniger. So. Aber ich habe es jetzt einmal. Also es ist nach wie vor so. Die Abstände sind in etwa so. Ja. Gerade gar nichts passiert. So, Kreuz 26, Felix Hein. Den hat es hier erwischt. Wir versuchen das mal rauszubekommen, was da passiert ist. Wir spulen mal ein klein wenig zurück. So, da kommt er. Genau. Ah, da hat er aber schon irgendwie einen Schaden am Auto. Also das ist nicht normal. Ja, jetzt bremst er hier irgendwie, versucht hier da irgendwie rumzukommen. Fehlt dem Rad oder was? Hat der ein Rad ab? Nee. Oder nicht. Aber ich denke mal einen Platten- oder einen Aufhängenschaden. Sieht eher nach Platten aus. Und das ist dann... Kevin Maas fährt die schnellste Rennrunde mit 8:26.574. So, er ist wieder unterwegs und das Auto sieht auch ein bisschen verbeult aus. Also gehe ich mal davon aus,
dass er, und er ist jetzt wirklich, er hat noch drei Viertel der Strecke vor sich, also das sind noch lange 20 Kilometer oder 18 Kilometer bis ins Boxengasse. Wollen wir hoffen, dass da kein Unsinn passiert, dass er da keinen im Weg steht. Ich denke mal, er wird da aufpassen, aber das ist trotzdem sehr, sehr bitter. Aber schön zu sehen, dass er trotzdem versucht, in die Box zu kommen, auch bei einem 2-Stunden-Rennen hier nicht Escape drückt. Aber so kennt man den Herrn Heinen. So. Und was sehe ich? Platzwechsel. In der Klasse 2. Jimmy Kahn hat die zweite Position in der Klasse abgeben müssen an Andreas Schröder. Gucken mal, ob wir das hier noch sehen. Genau. Ich glaube, das war so in etwa jetzt die Szene. Muss wohl hier auf der Startziel passiert sein. Ja. Deutlich späterer Bremspunkt und trotzdem noch sauber gekriegt. Also ganz fantastisches Manöver. Keine Berührung, kein gar nichts. Wunderbar. So, wir sind wieder live. Und das ist auch das engste Duell hier momentan. Und natürlich ist in der Klasse 4, sorry, kleineren Klassen, das ist immer schwierig. Michael Bräutigam ist vorbei an Jan Tietz, hat auch schon 1,5 Sekunden Vorsprung. Das war auch nicht anders zu erwarten, also das muss man jetzt nicht überbewerten. Herr Bräutigam hat ja einen recht guten Namen im Simracing, also von daher... Der Müller. Nach wie vor Führender der Klasse 3. Aber Jens Ledwig nach diesem fast Horror-Crash, den wir da vorhin gesehen haben, ganz gut mit dabei. Wir gucken mal die letzten Rundenzeiten. Naja, obwohl der Müller ist ein paar Zehntel auf die Runde schneller. Also der kann den Abstand momentan verwalten. Allerdings ist das, ich glaube, auf der Nordschleife ist das hier überhaupt gar kein Abstand. Und wir haben auch noch gut zu fahren. 1:41. Also wenn hier jemand von den Teams zuschaut, Leute, die gerade nicht fahren, die noch ein bisschen Zeit haben bis zu ihrem Einsatz, die können gerne hier zu mir in den Channel kommen, kleines Interview geben. Das ist sicherlich interessant. Frage auch nicht nach den Strategien, keine Sorge. Das heißt, ich frage schon danach, aber ihr braucht nicht antworten. Also würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere sich hier mal blicken ließe. So, Jan Tietz wird jetzt hier gerade durchgereicht, sehe ich. Beziehungsweise, ist in der Box. Okay. Der ist in der Box. Am Ende der dritten Runde. Ich weiß leider nicht allzu viel über die Fahrzeuge mit dem Spritverbrauch, mit wie viel Runden die hier fahren können. Ich bin überzeugt, dass die Klasse 1 so 6-7 Runden fahren kann. Aber wir haben ja auch, wenn sie denn unverändert gelassen worden ist. Ja. Und der Kevin Maas macht das, was er in anderen Serien auch tut. Er fährt Auto. Und das gar nicht mal so unerfolgreich für die Racing Association. Vor Motorsport auf der 2, auf der 3 Ace Racing. Dann haben wir in der Klasse 2 Cantina Bent
da fehlt mir leider der komplette Teamname, der ist wohl etwas länger, mit dem Michael Fayer. Motorsport for All. Auf der Position 2. Was? Fehlt mir einer. Wo ist der Ford hin? Ei, ei. Gut. S Motorsport mit dem Frank Schmidt. Und hier gibt es Überrundungen. Virtual Motion Racing mit dem Massimo Locatello und der sich hier mal gerade so ein bisschen im Karussell, ja, eben der FIA-Linie befindet. Jimmy Kahn, ja, da ist er. Der war eigentlich weiter vorne gesichtet in der letzten Runde. Ja, da wird wohl auch irgendwas passiert sein, aber die Nordschleife fordert immer ein paar Opfer. Das ist nun mal so. Aber vielleicht sehen wir jetzt hier ein schönes Duell. Genau. Cartello da vorne. Ja, und hier sehen wir schon die unglaublichen... Also, ein kleiner Fehler und dann sind hier gleich mal während solche Abstände zugefahren. Das ist wirklich faszinierend zu sehen. Und es ist auch faszinierend zu sehen, dass das überhaupt gar nichts nützt, weil man kommt nicht vorbei. Ohne Brechstange jedenfalls nicht. So, jetzt lässt er ihn vorbei. Gab eine Lichthupe. Hab's genau gesehen. Ja, also das wird wohl irgendeinen Grund haben. Wahrscheinlich sagt er sich, naja, komm mal, der Junge ist sowieso schneller und hier auf dieser Strecke muss ich das nicht haben, dass der hier irgendwie womöglich noch versucht, mit der Brechstange vorbeizukommen. Also von daher lasse ich ihn mal fahren. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Mensch, ich habe Besuch. Ich bin ja schwer begeistert. Wen haben wir überhaupt? Ich muss mal gucken hier. Ah, den Max Stötzel. Grüß dich, Max. Guten Tag. Ja, Mensch. Ist das P1 Gaming Team hier auch dabei? Ja, wir sind nur ziemlich weit hinten, weil wir das Quali nicht zu Ende fahren konnten. Ah, okay. Alles klar. Und in welcher Klasse seid ihr unterwegs? Schon in der... In der Klasse 1. Ach, in der Klasse 1. Aber dann solltet ihr doch eigentlich am Ende der Werft. Wer sitzt momentan im Auto? Sebastian Roscher sitzt gerade im Auto. Ah, okay, alles klar. Dann gehen wir da mal ganz schnell hin. Ja, stimmt. Da fährt er ein bisschen weiter hinten rum. Ja, erzähl mal ganz kurz. Wie ist. Also, Quali ist erstmal in die Hose gegangen und. Ja, und jetzt. Ja, erzähl mal ein bisschen. Ja, ich kann jetzt zum Rennen noch nicht so wirklich viel sagen. Also, Sebastian hatte ein paar Probleme, glaube ich. Mhm. Und war gerade eben auch schon in der Box und ja, durch das verpatzte Qualifying ging da halt ziemlich wenig. Ja, ja. Aber ich sag mal so, jetzt seid ihr ja auch eine Truppe, die ich jetzt persönlich zwar nicht, aber die P1 kenne ich natürlich. Seid ihr darauf aufmerksam geworden hier und was hat euch dazu bewogen, hier mitzufahren? Ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau bei uns ins Forum geschrieben hat. Auf jeden Fall hat von den RFLN-Leuten jemand bei uns ins Forum geschrieben, ob wir Lust hätten mitzufahren. Mhm. Ja, und dadurch ist das dann entstanden. Genau, und fühlt ihr euch wohl hier? Ist das alles okay, so wie das bisher gelaufen ist? Weil das ist ja eigentlich das eigentliche Aushilfe-Schild. Ja, also die Organisation war jetzt ziemlich gut und ja, soweit alles okay. Ja, da werden sich ja die Herrschaften freuen, weil sowas ist dann immer schön, vor allem wenn das halt Teams sind, die, ja, es ist ja glaube ich das erste Mal, dass die Jungs das machen und dann natürlich dann gleich Lob bekommt, das ist natürlich das Beste, was passieren kann. So, wo soll es denn heute noch hingehen hier? Oh, wow, wow, da steht schon wieder einer, irgendwas Grünes. Jetzt nicht so hundertprozentig sicher, ich komme da jetzt gerade nicht hin. Was das Grünes? Dürfte der Heinen sein. Ich glaube, der ist auch schon weg.
ganz sicher. Nein. Jupp. Richtig. Ja wohl. Aber der hat noch einen Ping. Also. Dann hat er wohl Escape gedrückt. Anscheinend geht der Sebastian jetzt in die Box. Ja, so, mit. Genau, der ist jetzt in der Box. Das ist jetzt euer zweiter Boxenstopp, richtig? Ne, das ist jetzt der erste, ich habe mich vertan. Ah, okay, alles klar. Ja, aber nichtsdestotrotz, wie lange kannst du hier, wie viele Runden kannst du mit dem vollen Tank fahren hier mit der in der Klasse? Das weiß ich gar nicht. Ich habe so viele Longruns gar nicht gemacht. Ich habe gestern eigentlich am intensivsten trainiert und da sind nur 3 Runden zustande gekommen am Stück. Alles klar, okay. Naja gut, manchmal guckt man ja beim Tanken so auf die Tankuhr, wie viele Runden denn da stehen. Aber gut, werden wir schon irgendwann rauskriegen. Ist ja auch mein Ding. Ich hätte mich ja da ein bisschen besser vorbereiten können, wenn die Zeit nicht so knapp gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz, ja, schön, dass das hier dass hier so viele Teams am Start sind und dass ihr euch wohlfühlt und ja, wollen wir mal gucken. Ja, jetzt sag mal noch, wo soll's hingehen? Ja, auf jeden Fall weiter nach vorne. Aber in der eigenen Klasse wollt ihr schon landen dann, ne? Also das wäre schon nicht schlecht, ne? Ja, die Klasse 2 Autos, die sind auch nicht langsam. Ja, eben, eben. Ne? Und da sind ja auch ein paar Kracher mit dabei, wenn ich den Fahrer so angucke, was der da so zusammenfährt, das ist ja schon mal nicht von schlechten Eltern. Der ist ja in der Bestlap mal gerade 2 Sekunden langsamer als der Alex Sturm. Also von daher, ja, gucken wir mal. Also ich drücke euch auf alle Fälle die Daumen, grüß mir deine Jungs. Schön, dass du mal hier kurz Zeit hattest. Ja klar. Also beim nächsten Rennen geht's übrigens noch ein bisschen weiter nach vorne, weil wir ja dann auch Schubert Power haben. Ah, okay, alles klar. Na, das, das ist natürlich dann eine ganz hervorragende Geschichte. Okay. Dann, wie gesagt, vielen Dank. Ich kümmere mich jetzt mal wieder ein bisschen hier ums Rennen. Und ja. Weil jetzt scheinen ja doch ein paar mehr Boxenstopps loszugehen. Und ja, gucken wir mal, ne? Jo. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. So, der Adrian Suschak ist auch raus. Jetzt wird's aber langsam ein bisschen. Ach, die sind eigentlich mehr oder weniger in der Box. Also Fabio Schürmann ist raus. Stefan Fritsche ist raus. Felix Heil. Gut, der Fabio ist ja, glaube ich, schon in der Einführungsrunde raus. Der Felix Heil ist raus. Stefan Fritsche und jetzt auch der Adrian Suschak. Somit Jan Tietz hier momentan auf Gesamtrang 28. Auf dem letzten Platz der Klasse. Der Klasse 4. Jetzt weiß ich nicht. Ah, der war auch in der Box. Der war auch an der Box. Das hatte ich irgendwie noch aus dem Augenwinkel sehen können. Im Timing müssen wir fürs nächste Mal echt was machen. Das ist hier mit dem R-Faktor-Monitor. Das ist ziemlich. Auf der Nordschleife. Ja, schauen wir mal in die Abstände hier momentan. Doch, der Stanislav Osterdahl, ich hoffe mal, dass es diesmal stimmt. Genau, da stimmt es. Der ist ganz dicht dran an Andreas Bär. Osterdahl fährt für Online Sim Racing. Das ist wirklich eine schöne Kamera. Darf nur kein Epileptiker sein. Momentan das Engste auf der Strecke. Nee, ist es nicht. Frank Schmidt sollte, wenn ich das hier richtig sehe, richtig schön rankommen an Andreas Schröder. Der Micha Fayer führt mittlerweile schon wieder fast 10 Sekunden vor dem Zweitplatzierten der Klasse 2 und hat nur in Anführungsstrichen 12 Sekunden Rückstand auf die erste Klasse, auf den Alex Sturm.
In der letzten Runde war er gerade mal eine halbe Sekunde langsamer als Alex Sturm. Nicht ganz sicher, wie es... Ah ja, Osterthal ist gerade vorbei an... Oh, da gibt es aber ein bisschen aufgeregte Lichthupe. Was noch? Ja, hier sehen wir das Überholmanöver. Außen rum. Jo. Da haben die Parksensoren angeschlossen. Ja, und da macht er jetzt auch Licht an. Ja gut, okay. So, wir gehen mal wieder live. Er hat das Licht nach wie vor an. Ja, da haben die Parksensoren wohl Alarm geschlagen gerade bei dem Überholmanöver, aber gut. Aus meiner Sicht war das Manöver absolut sauber. Habe ich natürlich jetzt nicht gesehen, wie dieses Vorfeld vorbereitet wurde. Der Herr Bräutigam hier führt die Klasse 4 an. Das hier ist ein Klasse 1 Fahrzeug, das heißt, das ist der Bastian Roscher, der jetzt gerade eben an der Box war. Die ja nun hat man ja gerade für P1 Gaming. Oh, Motorsport for All, der Danny Weller. Der dann als Zweitplatzierter in der Klasse 2, Klasse 4. Auf Platz 3 Edgar Steffens, Robert Bickmeier auf 5. Auf der 4, Entschuldigung. Auf der 5. Benz Grofer auf der 6. Der Jan Tietz auf Platz 7. Achso, ja, auf die Spitze. Das ist völlig okay. So, ausgefallen dann hier. Ja, die Safety Cars sind wohl auch ausgefallen. Und Fabio Schürmann. Leider, leider, ganz, ganz bitter. So, hier sehen wir dann wieder mal den Führenden der Klasse 1, der hier nach wie vor auch mit 10 Sekunden Vorsprung auf den Sebastian Schmitz. Der die Klasse anführt, das Gesamtfeld anführt. Gesamte Grid. Turm auf der 3. Gut, das ist natürlich jetzt mit 3 Autos der Klasse. Okay, der Sebastian Roscher ist da noch irgendwo unter ferner Liefen. Dann auch einigermaßen safe auf die Distanz gesehen. Ich meine, wir haben noch 1 Stunde 25. Mir kommt das so vor, als hätten wir hier schon längst eine Stunde hinter uns. Aber nee, wenn ich auf die Uhr gucke, es ist 5 nach 9. Halb 9 oder halb 9 gestartet, also von daher, ja, stimmt das schon alles irgendwie. So, und der Micha Feier, also den kennen wir ja, oder ich kenne ihn ja auch schon sehr, sehr lange. Und da braucht man auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Sehr, sehr interessant, dass so die Top-Leute der einzelnen Klassen sich, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist oder denke mal eher nicht, aber ja, dass die halt alle in verschiedenen Klassen fahren. Ja, und das war schön, so ein Peter Müller, Frank Feier, auch den Jens Ledwig und den Herrn Bräutigam in einer Klasse zu sehen. Aber gut. So, der
Jimmy Kahn, naja, so wirklich ran kommt er noch nicht wieder. Wir gucken mal auf die Rundenzeit. Naja, er fährt so in etwa die gleiche Rundenzeit wie Andreas Schröder. Das heißt, die 6 Sekunden Rückstand, die er hat auf den Andreas Schröder, die werden auch so schnell nicht zusammenschmelzen, so, denn der Herr Schröder da vorne alles richtig macht. Locatello ist auch nochmal 8 Sekunden hinter Jimmy Kahn, also auch da auch, ja, 5 Sekunden langsamer in der letzten Runde als Kahn, also da weiß ich, da muss auch irgendwas gewesen sein. Wobei es natürlich sehr, sehr schwierig ist einzuschätzen, weil zum Beispiel Stefan Lenkheit hier auf der Gesamtposition 9, das ist die 6. Position in der Klasse, der war nochmal 5 Sekunden langsamer als Locatello. Also, ja, schwer zu sagen. Aber auch in der Bestlap für langsamer als Locatello. Beide haben ihre besten Rundenzeiten in der letzten Runde gefahren. Also es ist schon so ein bisschen zeichnet jetzt hier. Oh, jetzt gucken wir mal, so wirklich direkte Abstände haben wir momentan keine. Das Engste ist noch der Jimmy Kahn tatsächlich. Der sieht seinen Gegner doch schon ziemlich deutlich, beziehungsweise sein Gegner, der Andreas Schröder, sieht ihn von deutlichem Rückspiegel. Haben wir den Andreas? Kommt jetzt hier funktioniert, nee, natürlich nicht. Da haben wir es. Es sieht zumindest ein Punkt im Rückspiegel, das kann man schon mal behaupten. Aus der TV-Kamera sieht der Abstand gar nicht mal so groß aus. Oder auch nicht, denn einmal hier ein bisschen quer kommen, irgendwo über den Körper puppeln. Und das war's für die Position. Aber hier bei Eric P. Und der Abstand ist auch nicht kleiner als der Alex Keller. Oh, Jens Ludwig, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das. Genau, hier ist der Führende, der Klasse 3, das ist der Michael Müller. Und Ludwig, der Polsetter in der Klasse, der sucht scheinbar noch so ein bisschen, ja, der muss erstmal seine Fehler so etwas, na gut, das war vorhin nicht wirklich sein Fehler. Wahrscheinlich hat das Auto auch so viel Schaden genommen, dass er jetzt nicht mehr die Zeiten gehen kann, die man von ihm erwartet. Ja, und Alex Keller hier im Evo unterwegs. Aber so richtig lässt er es krachen. Jetzt mal davon aus, dass der Eric P. mal gerade irgendwie durch einen Box, also durch einen noch nicht gemachten Boxenstopp so weit vorne fährt. Hier seine Runden angucke, seine Rundenzeit angucke, Best Lap und auch Last Lap, dann ist die doch deutlich unter den Leute, die gerade um ihn rumfahren.
So, ich denke mal, das war jetzt hier. Ja, nee, Quatsch. Der Erik P., der gehört gar nicht in die Klasse. Entschuldigung. Entschuldigung. Der ist hier zur Überrundung. Ich habe das jetzt echt. Wenn ich mal ein vernünftiges Bild hier sähe. Also, Rennen fahren mit mehreren Klassen ist echt schwierig hier für mich. Also, Jens Hedwig 6,8 Sekunden hinter Michael Müller. Der Herr Kahn auf der 7 vernimmt aber auch nicht allzu viel, um etwas näher an den Andreas Schneider ranzukommen. Wobei der in der letzten Runde hier wird. Also, das kann alles nicht stimmen. Röder 8,45, 1,50 und Kahn 8,40, also 5 Sekunden, wenn der die ganze Zeit 2 Sekunden hinter dem her fährt. Das ist ja alles Blödsinn, was mir hier angezeigt wird. Ich habe extra nochmal geguckt, ich habe jetzt nicht die Bestlap vorgelesen. Mal einfach so ein bisschen durchs Feld. Virtual Motion Racing hier. Stefan Lenkheit. Jo! Na, jetzt wissen wir auch über das Schadensmodell Bescheid. Eieieiei. Das noch auf dem Grand Prix-Kurs. Weiß ich nicht, wie hier das Reglement ist. Ob der jetzt am Ende des Grand Prix-Kurses in die Box abbiegen darf. Theoretisch ginge das. Er bekommt dann diese. Ja, also diese Zeit, die er jetzt hier über den Grand Prix-Kurs fährt, mit in eine Runde mit der nächsten Runde aus der Box rausgerechnet. Aber so wie das aussieht, ist der Splitter noch dran. Also er hat nur die Haube verloren. Und ich befürchte mal, er geht. Ja, genau. Was brauchen wir, so eine Motorhaube und irgendwelche Schürzen, wenn das auch ohne geht? Spart Gewicht. Und so wie es aussieht, hat er auch nicht so viel, kein allzu großes Untersteuern. Also scheint zu funktionieren. Das ist hier noch, glaube ich, ein kleines Fernduell. Also Jens Ledwig fehlen mittlerweile fast 10 Sekunden auf Michael Müller. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen. Ja, muss man schauen. Also nochmal die Aufforderung, wenn hier jemand Interview kommen möchte, gerne und jederzeit. Einfach reinplatzen, kurz machen und dann. Mal wer da ist. Der letzte wahre BMW. Ein E30. Das ist natürlich dann noch mal. Ja, schon allein wegen diesem Fahrzeug sollte man hier teilnehmen. So,
und der Alex Keller ist gar nicht mal so weit weg. Oh, oh, oh. Bastian Roscher, der kommt einfach nicht nach vorne. Der ist gerade mal eben wieder an Micha Bräutigam vorbei. Weil irgendwie er hier, ich weiß es nicht. Da seine Probleme hat. So, hier haben wir den Führenden der Klasse 4. Wenn ich das jetzt richtig sehe, Danny Weller mittlerweile auf Platz 2 der Klasse gefahren, der Klasse 4, Edgar Steffens auf der 3. Und es gibt einen weiteren Ausfall, Jan Tietz raus. Auf der 4 Herbert Pickmeier und auf der 5. Janik Kuffel und auf der 6 Marcel Penzkofer. Jo, da sind wir ja genau wieder richtig. So sieht das aus. Ein Klassiker auf der Nordschleife. Vielen Dank an den Herrn Penzkofer, auch wenn dem jetzt gar nicht so an nach Bitte sagen zumute sein dürfte. Jo, da wollen wir mal hoffen, dass da jetzt nicht noch ein Reifen oder irgendwas kaputt ist. Aber glaubt mir, das sind hier keine Amateure, die hier fahren. Das ist der normale Wahnsinn auf der Nordschleife. Das kann jede Sekunde und zwar jedem Fahrer passieren. So, hallo Lutz. Einen wunderschönen guten Abend. Das muss ich jetzt mal meinen Teamspeak aufmachen, um zu gucken, wen ich da habe. Den Stefan Strohmeier. Grüß dich, Stefan. Genau, hallo. Ja, das ist. Ja, erzähl mal, komm. Erzähl, welches Team und vor allem, weil das habe ich alles noch nicht im Überblick hier. Genau, deswegen bin ich eigentlich rübergekommen. Du hast vorhin irgendwann mal gesagt, dass du unseren Teamnamen nicht ganz siehst. Ja. Wir sind nämlich von der Cantina Band. Ah, okay. Ja, wunderbar. Ach, das ist Cantina Band. Okay. Genau. Ja, ich habe tatsächlich dadurch, dass ich erst am Sonntagabend so wirklich was erfahren habe hier drüber, noch keine Zeit gehabt, mich mit irgendwas zu beschäftigen. Weil Montag arbeitet man gemeinhin und ja, heute natürlich auch. Und dann bin ich heute Abend hier so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Zum nächsten Mal weiß ich mehr definitiv. Aber ja, erzähl mal ein bisschen, Stefan. Ja, erstmal ein großes Dankeschön an dich, dass du da eingesprungen bist. Also ich denke, so ein Stream ist auf jeden Fall eine feine Sache. Sieht man ja jetzt auch mit 70 Besuchern so im Schnitt. Läuft ganz gut, denke ich. Ja, das ist völlig okay, klar. Ja. So, jetzt bei uns läuft es bisher ziemlich gut. Michael Feier fährt prima seinen Vorsprung da vorne raus. Und auch der Michael Bräutigam im zweiten Team konnte ja in Klasse 4 dann relativ schnell dieses Qualifikationschaos dann wieder gut machen. Ja, ich sag mal so, ich glaube, dass zumindest Bräutigam mit Absicht auf Server gegangen ist, damit er nicht so weit vorne steht, damit er ein bisschen Spaß hat, oder? Ja, er ist tatsächlich mit Absicht vom Server gegangen, allerdings, ja. Allerdings haben wir nicht gewusst, dass er dann von hinten starten muss. Wir dachten, dass er dann einfach, wenn er im Warm-up wieder joint, seine Zeit bekommt und von vorne starten darf. Ja. Ja gut, ich denke mal, böse drum war er nicht, weil dann hat er tatsächlich was zu tun. Ich meine, der Feier und Bräutigam, das sind ja Namen, die kennt man. Und da brauchen wir auch nicht drüber. Da hätte ich auch gar nicht gegen gewettet, im Gegenteil. Also jeder, der mir eine Wette angeboten hätte, ich gesagt, der behalte sie. Keine Frage, da konnte man ja schon auch im Training sehen oder beziehungsweise dann auch spätestens im Qualifying. Ich meine, der Bräutigam ist in der Klasse eine Zeit gefahren, ich glaube 18 war das oder so. Also 16 hat er, glaube ich, geschafft. Ja, 16,9 oder so, keine Ahnung. Genau. Ja, also es war wirklich. Naja, da muss man nicht mehr so wahnsinnig viel sagen. Also ihr seid jedenfalls auf alle Fälle ganz glücklich, habe ich so den Eindruck. Das stimmt wohl, ja. Also ich denke, Bräutigam würde auch ganz gerne sicherlich mal eine Klasse höher fahren. Allerdings ist er erst relativ spät dazu gestoßen. Da sind wir dann übers Team Indigo von der VRTCC. Da fährt er ja zusammen mit Michael Feier und mit dem Hannes Pfellerer. Dann dazugekommen, ihn zu fragen, ob er nicht vielleicht auch Bock hat, da mitzufahren. Und
eventuell, oder was heißt eventuell, ziemlich sicher wird er auch mal auf dem Porsche sitzen. Ja. Das, also wie gesagt, das ist eine, ja, auf alle Fälle eine coole Nummer. Jetzt ist natürlich klar, ihr habt einen Fahrerwechsel noch vor euch, ne? Jetzt habt ihr zwei Top-Piloten, die fahren jetzt erstmal einen Vorsprung raus. Wie sind die anderen Piloten fahrerisch? Kommen die da ran oder dann also, eher noch den Vorsprung verwalten? Also der Michael Bräutigam wird heute alleine zu Ende fahren. Wir haben leider keinen zweiten Fahrer im zweiten Team. Im ersten Team bin eigentlich ich der zweite Fahrer. Wir sind jetzt gerade noch ein bisschen am Überlegen, ob der Michael das nicht doch auch erstmal selber zu Ende fahren soll, weil er das gerade ganz gut macht. Ja. Also ich bin auf jeden Fall langsamer als er. Deswegen sind wir jetzt gerade noch ein bisschen am Taktieren. Mal gucken, wie lange er noch draußen bleiben kann und wie der Vorsprung dann aussieht. Ja, also ich sag mal, wie gesagt, ich bin kurz übers Reglement geflogen tatsächlich. Ich habe jetzt keine, also scheinbar ist es dann auch nicht so, es wäre mir zumindest aufgefallen, wenn es da gestanden hätte. Also man kann hier durchaus auch alleine zu Ende fahren, man muss keinen Fahrerwechsel machen. Genau. Also ja, ist keine Pflicht. Ja, okay. Das ist natürlich dann für die Top-Teams ein klitzekleiner Vorteil, aber gut, immerhin eröffnet es einige taktische Möglichkeiten. Und naja, man kann so ein bisschen reagieren auf die Konkurrenz. Und ja, trotzdem, aber so, auch an dich jetzt mal die Frage, weil die Serie ist ja brandneu, also die Jungs haben das ja vorher so in der Form noch nicht gemacht. Ihr fühlt euch auch richtig wohl, also das macht alles Spaß hier. Alles prima, also wir sind relativ früh dazugestoßen, Michael und ich haben das von Anfang an eigentlich mitbekommen und von der Organisation her ist alles top. Wir sind ziemlich zufrieden und bisher, ich meine jetzt, wie viele Ausfälle gibt's? Ich glaube 5 oder 6 bisher. Ja. Und davon war, glaube ich, aber diesmal noch kein Disconnect. Ah, doch, am Anfang mal. Ja, der Fabio Schürmann, den hat's aber schon in der Einführungsrunde rausgehauen. Mhm. Da weiß man jetzt nicht so ganz genau. Das war so eine Zeit, wo auch gerne mal ein Router eine Zwangstrennung hat. Also das muss nicht unbedingt jetzt wirklich ein technischer Defekt gewesen sein oder ein R-Faktor-Problem. Das wird da sicherlich mal irgendwann zum Besten geben, was ihm da passiert ist. Wir sind sehr zufrieden bisher. Es macht einen Riesenspaß auf der Nordschleife, immer. Ja, logisch. Ja. Ist schön. Genau. Ja, ich habe auch gar nicht gezögert, als man mich gefragt hat, wie gesagt. Sowas muss einfach gebroadcastet werden, das gehört einfach mit dazu und wenn es in Simracing überhaupt irgendeine Herausforderung gibt, dann ist es mit Sicherheit die Nordschleife. Wenn man dann 30, 40 Autos auf einer Strecke hat, das ist einfach grandios. Und mir gefällt es jedenfalls bisher und ich hoffe, dass wir dann für den Rest der Saison im vierten Rennen dann nochmal jemanden finden, der das hier übernimmt, weil ich mit Sicherheit nicht alle Rennen moderieren kann, aber das wird sicherlich auch wenn wir das jetzt ein paar Mal gebroadcastet haben, da wird sich sicher jemand finden, der sagt, dass er das... Euch wünsche ich auf alle Fälle richtig viel Spaß und für heute natürlich ganz viel Glück noch und dass er da auch auf den Positionen, wo er da gerade fahrt, weil besser geht's nicht. Und naja, dann werden wir mal schauen. Schön, da war's. Ja, gut, Dankeschön. Dir auch noch viel Spaß beim Kommentieren. Danke, den habe ich. Prima, ciao. Okay. Ja, ciao. So, das ist natürlich großartige Sache, dass hier mal wirklich auch jemand reinkommt. Also nochmal die Aufforderung, ihr habt es gerade gehört, der Stefan hat es vorgemacht. Was ein geiles Bild. Wenn ihr Lust habt, hier mal ein bisschen was über euer Team zu erzählen, über eure, was auch immer, Strategie, was auch immer ihr erzählen wollt, kommt rein, fehlt ein bisschen was, 2-3 Minuten und dann... Ja, ist es schön. So, gehen wir mal wieder ganz kurz überhaupt durchs Gesamtklassement. Das können wir uns jetzt tatsächlich mal einfallen lassen hier. Fangen wir in der ersten Klasse an. Vom Start weg führt hier Kevin Maas. Dass der Abstand jetzt ziemlich konstant bleibt zwischen dem ersten und dem zweiten, nämlich hier Sebastian Schmitz für Core Motorsports auf der 2, verwundert etwas. Maas hat relativ zeitig Vorsprung rausfahren können. Jetzt sieht es allerdings so aus, dass, also beide fahren fast identische Rundenzeiten.
mittlerweile. Da liegen jetzt gerade mal 7/10 zwischen den beiden in der letzten Runde. Allerdings, wenn ich in die Best Lap gucke, hat Kevin Maas über 2 Sekunden, war der hier schneller in seiner schnellsten Runde. 26,7. Ja. Und das ist auch die gesamtschnellste Zeit, die hier gefahren wurde in diesem Rennen. Und ja, das ist halt jetzt so, dass das jetzt so ein bisschen stagniert, verwundert mich. Aber werden wir sehen. Alex Sturm für... Oh, hier hat's geklopft. Ist von Nikolaus. Guten Abend. Jetzt muss ich erstmal gucken, wen haben wir denn da? Den Harald Ide! Mensch, Jung, bleibt gleich hier, komm. Jungs, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ich übergebe mal, soll ich dir die IP geben vom... Guten Abend erstmal. Mensch, Harald. Ja, es war ein Schlüssel auf der Tür, da konnte ich nicht widerstehen. Wollte ich mal Hallo sagen. Ja, ja, na, das finde ich ja ganz großartig. Harald, ich gehe mal von... Oh, ich bin jetzt nicht ganz sicher, Core Motorsports? Korrekt. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich den Sebastian. Jetzt kannst du mir vielleicht die Frage beantworten. Was ist da los? Ist der Sebastian schneller geworden oder warum verändert sich der Abstand nicht mehr? Ja, was heißt schnell geworden? Ich glaube, mittlerweile ist er... also ursprüngliches Ziel war Ankommen. Da sind wir im Moment noch voll im grünen Bereich, weil wir fahren noch im Vergleich zu vielen, vielen anderen, die es da schon in der Anfangsphase weggesemmelt hat. Ja. Im Moment könnte man das Ziel auch gerne auf dem Podest ankommen verfeinern. Ja, da sieht man uns ja, da sieht man uns wieder nicht. Dreckswetter. Ja. Ja, das Auto ist extrem schön zu fahren. Aber im Hinblick auf die Quali-Zeiten, da haben wir es ja leider um 4/10 verpasst, die Pole Position. Ja. Vielleicht müssen wir da von unseren reichhaltigen Flügeln noch ein paar abklopfen, dass wir da noch ein bisschen Speed finden oder irgendwelche anderen Tricks und Kniffe. Also ich glaube, das Setup, was wir hier hatten, wird nicht die ganze Saison Bestand haben. Da muss noch ein bisschen was gefunden werden, dass wir da noch, weiß nicht, so vielleicht 1,5 Sekunden irgendwie im Quali-Trim noch finden. Dann sind wir, glaube ich, noch ein bisschen konkurrenzfähiger. Ja, aber an für sich sind wir alle sehr zufrieden. Wir haben die Ohren angelegt. Wir freuen uns auf den Rest des Rennens und auch den Rest der Saison. Denn man mag es kaum glauben, es gibt leider keine Serie im Simracing-Bereich, die ein ähnliches Format bietet. Von daher musste man hier einfach zuschlagen, wenn man Nordschleifenfreund ist. Ja. Ja, wir hatten auch noch Glück, dass wir bei der Auslosung der Fahrzeuge den Z4 bekommen haben. Plan B wäre gewesen, auf einem E30 zu fahren. Hätte auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich weiß noch nicht genau, wann im Laufe der Saison ich ans Lenkrad kommen kann oder darf, weil ich habe manchmal nicht so viel Zeit abends. Ja, und jetzt bin ich halt heute Abend zumindest zum Teilzeit-Zuschauer verbannt. Ja, aber es macht ja nichts. Gott. Spottest du jetzt oder Na, ich war eigentlich nur ein bisschen im TS und ein bisschen die Schultern zu tätscheln und immer zu sagen, ja, läuft alles gut, du bist der Beste, ja. Konzentration, genau. Augen öffnen und so. Ja, klasse. Ja, ich meine, ich bin ja völlig entzückt, mal mit dir zusammen hier in so einer Art Moderatorenkabine zu sitzen. Ich habe ja immer deine Streams bei der Racers League verfolgt. Und zumindest in Teilen. Und am Anfang habe ich immer so gedacht, ich weiß jetzt auch nicht, was mit dem Harald ist, aber es ist so ein bisschen Fips Asmussen-Style, aber so nach 2-3 Mal hat es mir echt gut gefallen. Und dann habe ich den auch wirklich regelmäßig geguckt. Da geht es so wie vielen, außer Familienmitgliedern müssen sich alle Leute erstmal nicht gewöhnen. Das ist genau, so. Genau. Ja gut, die Familie, die hatte ja dann auch mal direkt einen Einfluss drauf. Wie sich das entwickelte später. Nichtsdestotrotz, wenn du mal so richtig Bock hast, gar nicht zu fahren, also wie meistens, also ab dem dritten Rennen spätestens, suche ich hier durchaus einen Nachfolger, ne? Ja. Ja. Ich würde sogar eigentlich sehr gerne Nordschleifenrennen moderieren. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht und ich mag die Nordschleife so. Ich würde es wirklich gern machen, während hier gerade Schmitz über den Flugplatz brettert. Ja. Allerdings ist es zeitmäßig bei mir leider arg knapp. Ich moderiere deutlich mehr, als ich fahre. Und eigentlich hieß mein ursprüngliches Hobby Fahren. Ja. Ja, und dazu kommt dann leider noch eine feste 6-Tage-Woche mit ungefähr 230 Stunden im Monat. das muss auch irgendwo untergebracht werden. Und dann gibt es noch eine Dame, wie heißt die noch schnell? Meine Freundin,
die beantragt auch ab und zu zwischenzeitlich Teile meiner Freizeit. Und, ja gut, die kannst du zu mir schicken dabei. Das, ach, dann, ja, ja, doch, doch, da bin ich selbst los. Ja, würde ich, ne? Der hat ja immer Grundvoraussetzungen, also da müsstest du schon Porträtbild und Bild von was anderem schicken, damit sie da eine definitive Zusage. Ja gut, ich glaube, Bilder von mir gibt es genügend. Das nicht die von dem anderen nicht so, aber nein, also Harald, ganz ernsthaft, wenn du irgendwie, vielleicht können wir uns mal irgendwann abseits hier dieser Veranstaltung mal irgendwo mal finden und dann mal die Termine durchquatschen, wann du denn eventuell mal Zeit hattest, weil bei mir ist es ähnlich, also ich bin jetzt ja in München und ich pendel immer zwischen Bremen und München die Wochenenden, deswegen kann ich an Wochenenden gar nicht und das ist halt alles ein bisschen würde es sehr, sehr leid tun, wenn hier ein Rennen im Broadcast, also ein Broadcast für so ein Rennen hier ausfallen müsste. Das stimmt wohl. Und ich könnte mir jetzt auf den Schlag eigentlich keinen besseren vorstellen, weil, wie gesagt, der muss man nichts erklären. Dann ja, jetzt machst du mich aber gerade ein bisschen rot. Mhm. Hier sehen wir uns gerade ein extrem aufgelöstes Audi R8 LMS-Fahrzeug. Was? Durch den Nebel der Tuttinger Höhe. Oh, wo, welche? Da, was, da, hat, da hat, glaube ich, wir haben, glaube ich, nur noch einen Audi im Feld. Ich, ja, da haben wir, das ist Lenkheit. Da sah so aus, als wäre der Heckflügel weg. Ja, hier fliegt noch mehr. Ja, genau, der ist hier, fliegt hier gerade nochmal ab. Ja, der kann. Ja, richtig. Oh, jetzt wollte er mal sehen, dass er mit dem Limiter da sauber in die Box kommt. Ui, weil, noch einer hinten dran. Ja, aber immerhin, der, ja. Der Schatten vom Heckflügel ist noch da. Von daher, vielleicht hilft er ja. Oder täusche ich mich hier? Ja, doch, der Schatten vom Heckflügel wird wahrscheinlich beim Schatten schlecht. Auch einen mördermäßigen Abtrieb erzeugen, ja, wenn genau. Er so mit 45 durchs Gras talbt. Ja, grandios. Ja gut, wie gesagt, also das ist, sind wir jetzt überhaupt live, oder ja? Doch, wir sind total live. Ja, nee, ich dachte, ich wäre im Replay, weil du jetzt irgendwas von Audi sagtest. Nee, alles gut. Jetzt hoffen wir mal, dass der Junge ins Ziel findet und nicht auch Escape drücken muss. Irgendjemand ja, hat er hat zum Glück nicht mehr allzu weit. Noch zwei, dreimal humpeln, dann ist er an der Box. Aber er wird mir da was sehr langsam, ne? Also er fährt jetzt hier wirklich 30 oder so. 20. Aber gut, jetzt ist er auch wirklich gleich da. Das heißt, wir werden hoffentlich gleich ein repariertes Fahrzeug hier wieder sehen. Er hat jetzt aber wirklich ziemlich viel abgemäht. Ja. So. Aerodynamisch wie ein offener Kühlschrank. Genau. Moment, ähnlich schnell. Super Sache. Ja. Stefan, Harald. Ja. Gut, ich habe das mit Morgenthal schon. Wir reden uns schon mit Heinz Eduard und weiß ich nicht was an. Harald, wenn ich würde dir einfach auf Facebook mal schreiben oder du guckst dir mal die Termine hier durch, wann du könntest. Gerne auch mit mir zusammen, jetzt innerhalb der nächsten drei Rennen. Oder wie auch immer, oder wann du einen Stream machen könntest, wäre ganz, ganz fantastisch. So, jetzt findet er hier auch irgendwie, das war die falsche Seite zur Box. Ist angekommen mit seinem komischen Haufen. Nur jetzt extrem früh bremsen. Nee, ja gut, der steht hier schon irgendwie so ein bisschen. Ah, der ist hier auf das Geländer gefahren. Das ist natürlich clever. Da gibt Situationen, die sind mir auch neu. Und wozu ja, man. Der ADAC fordert schon seit ewigen Zeiten so einen Unterfahrschutz für LKWs von hinten. Ja, und er ist ja so richtig effektvoll in das Geländer eingearbeitet. Genau, jetzt geht's aber dann irgendwie weiter. Jetzt hoffe ich mal, dass er nicht über seinen Boxenplatz hinausgefahren ist. Oder dass der wenigstens jetzt auch frei ist. Ja, das ist das nächste zerstörte Auto. Ja, es ist, wie man es eigentlich erwarten könnte, auf der Nordschleife ein bisschen. Definitiv. Das wird ausgedünnt, klar, durch Konzentrationsfehler. Aber. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass in den ersten 20 Minuten dann doch schon so viele fehlen. Das hatte ich nicht erwartet. Ja gut, der Fabio ist ja irgendwie in der Aufwärmrunde irgendwie disconnected worden. Also was auch immer da passiert, sich ich gehe mal von einem Router neu alle anderen, aus. Alle anderen Ausfälle anscheinend dann aber wirklich auf der Strecke, menschliches Unvermögen. Naja, ja, du weißt immer nicht so hundertprozentig, ob noch ein anderer da
beteiligt war oder nicht. Dann war es halt das andere menschliche Unvermögen. Ja, genau. Irgendein unmenschliches, ein unmenschliches Vermögen hat dann da zugeschlagen. Und naja, gut. Ich sag mal, es hält sich schon noch in Grenzen. Also wir haben jetzt hier, oh, da ist jetzt gerade der Janik Knuffel noch ausgefallen. Nee, Kuffel, Entschuldigung. Kuffel, ja. Er ist eben vor Schreck, als Sebastian ihn überrunden wollte, auf der Grand Prix-Strecke, im Rückspiegel gesehen, erkannt, Panik bekommen, sofort in die Wand abgebogen. Ja, das also, habe ich heute aber schon mal gesehen, genau. Ja, der ist da anscheinend ein bisschen sehr darauf bedacht, keinem im Weg zu stehen. Und genau. Steht dadurch wahrscheinlich sich selber eher im Weg. Ja, ich glaube, das war auch der Kollege, der vorhin zwischen Michael Müller und Fahrer da so ein bisschen... Nee, nicht Fahrer, Quatsch. Müller und wie heißt er? Mein Gott. Ja, wo sind wir denn hier? Ganz weg. Jens Ledwig, genau. Da war kurz Bundesbuche irgendwie, da gab es da auch irgendwie einen kleinen Vorfall. Da hat er da rechts ausgewichen und das wollte dann der Ledwig auch und da gab es dann auch eine Kollision. Also egal. Das ist Nordschleife, das gehört dazu. Glücklicherweise erleben wir hier nicht solche Sachen wie in der Realität. Und so, jetzt bin ich gespannt. Das ist unser einziger Stopp. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ihr seid weiter. Bei, das ist nämlich nicht euer Auto. Und wieso reagiert hier meine Tastatur schon wieder nicht? Ja, ich glaube, wenn man über die 4 oder die 6 das Ding ein bisschen dreht, dann... Ich habe hier tatsächlich ein Batterieproblem. Frag mal deine Frau, die kennt das. Oh, ja, deswegen sind wir auf Starkstrom umgeschwenkt. Da ist auch ein bisschen gut. Mehr Saft drauf, das ist dann für die aufregenderen Wochenenden. Ich schicke kein Foto. Ganz okay. Sicherlich. Ja. Mann, ist eigentlich schon 22 Uhr? Au, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, mein Lieber. So, jetzt... Eine dreckigen jetzt Wörter in den Mund genommen. Genau. Ja, Das ist nicht Sebastian hier. Nee, das ist, der steht aber dahinter und der kommt gleich zum Vorschein. Dieser zerlumpte Audi steht nur im Weg. Ah, okay, dann... Tatsächlich so, ja. Okay, dann sind werde wir mich jetzt leider verabschieden müssen. Alles klar, Harald, mein Lieber. Also lass es dir mal durch den Kopf gehen und ja. Vor allem auch diesen Kalender. Und wenn du irgendwas findest, wo du sagst, da habe ich Bock drauf, dann melde dich irgendwie und dann hier bei den Jungs oder bei mir oder wie auch immer. Und dann kriegen wir das in die Reihe. Ja? So sei es. Ich wünsche euch viel Vergnügen hier. Ich baue gleich noch ein bisschen zu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Inge. Alles klar, Harald. Vielen Dank. So, okay. Ja, Harald Ide. Moderatorenkollege aus der Racers League und hat dort mit Buschaller kultige Moderationen abgeliefert und ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich jemand wäre, der das hier sehr, sehr gut in die Reihe kriegt und der sich auch technisch auskennt, also wäre schon klasse. Bearbeitet den mal ein bisschen. So, jetzt aber. Also, jetzt ist natürlich hier Boxenstoppzeit. Upsala. Was jetzt für eine Variante? Eine ganz schlechte Variante. Okay. Das ist der Herr Fahrer. Was ist ihm denn jetzt widerfahren? Ich meine, gut, der hat überhaupt keine Probleme. Wahrscheinlich will er dann doch einen Fahrerwechsel erwirken, indem er jetzt irgendwelche Fehler einbaut und dann der Kollege dann doch noch sagt, ach nee, komm jetzt, dann fahre ich dann doch mal lieber. Er hat 15 Sekunden Vorsprung auf den Frank Schmidt. Ja. Der wohl jetzt alles irgendwie. Guten Tag. Jetzt kommt der nächste. Ich glaube, es macht eh keinen Sinn, hier momentan in irgendeiner Form ein Ranking zu verlesen, weil es ist hier gerade alles komplett durcheinander. Ich begrüße hier bei mir Florian Plenker. Herzlich willkommen, Florian. Ja, hallo. Florian, erzähl mir ganz kurz, für welches Team bist du unterwegs? Oder wozu gehörst du? Also ich gehöre zu Cola Rebel eSports. Okay. Der Fahrer, der auch am Anfang des Rennens die Probleme mit Ledwig hatte, glaube ich, war. Ah, du warst das, okay. Nee, ich nicht, es war ein Fahrer von mir. Ah, okay. Aber unglücklich halt, denke ich. Ja, das war mal ein ganz, ganz blödes Missverständnis, habe ich glaube auch sofort so bezeichnet. Also das war wirklich, der wollte ausweichen und der Ledwig ist genau in dieselbe Richtung ausgewichen, das war ganz doof.
Nee, aber jetzt nicht mal so grundsätzlich. Habt ihr schon Erfahrung auf der Nordschleife gehabt oder ist das jetzt das erste Mal, wo ihr anständig Rennen fahrt hier? Wir sind eigentlich wild durchmixt. Also wir sind 4 Leute und mindestens 2 davon haben auf jeden Fall schon ordentlich Erfahrung. Nur hatten wir heute auch irgendwie gar keinen Fahrer und dann ist Stefan Fritsche um 16 Uhr, glaube ich, hat er heute erfahren, dass er fahren kann. Also der war vorher nicht mal in unserem Team geführt und hatte auch nicht mal trainiert oder sowas, weil eigentlich wollte ich fahren, aber ja, Schulsport und Bänderdehnung und sowas ist halt sehr ungünstig dann. Ja. Ja, nichtsdestotrotz macht's euch Spaß? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ja. Für mich ist auf jeden Fall jede Sekunde Nordschleife viel mehr wert als eine Stunde eine andere Rennstrecke. Das ist einfach dieser Achterbahnkurs, der macht einfach richtig Spaß. Ja, das ist so. Und es ist ja wirklich auch eine Herausforderung, selbst über 2 Stunden. Werdet ihr, wer sitzt denn jetzt bei euch im Auto? Ja, wir sind dann halt direkt danach ausgefallen. Nach okay. Zweiten Unfall dann. Also, Dann war das der Stefan Fritsche, oder? Genau, das war Stefan Fritsche. Alles klar. Ja, das ist dann natürlich sicherlich noch ein bisschen ärgerlich jetzt für den Anfang, aber gut, es kommen noch 9 Rennen und was habt ihr euch so auf die Fahnen geschrieben? Erstmal ein Rennen zu Ende fahren und dann mal gucken, wie weit es nach vorne geht oder habt ihr schon konkret irgendwelche Positionen im Auge? Im Grunde eigentlich immer nur Rennen zu Ende fahren. Ich glaube, das ist auch einfach das erste Ziel und ja. Ich würde sagen, dann reicht's oder es reicht halt auch nicht zu einer guten Platzierung. Ja. Das ist, ja, gut. Wo würdet ihr euch denn so fahrerisch sehen, also in der Klasse jetzt? Ich glaube, da ist es auch so, genauso wild durchmixt mit den Fahrern. Ja. Könnte überall sein, glaube ich. Okay. Hattet ihr heute einen Fahrerwechsel geplant, so ihr denn weitergefahren wärt? Nee, hatten wir nicht, weil wir halt auch von den 4 Fahrern ist einer auf Geschäftsreise, der andere muss arbeiten. Ich hatte ja eben die Verletzung und dann hatten wir nur einen, der fahren konnte. Ja. Da war ich quasi schon froh drum, dass wir einen hatten, der fahren konnte. Ja, und aber so richtig Frust oder Ärger hat es jetzt nicht gegeben wegen des Ausfalls, oder? Ach, nee. Das ist halt, was soll man halt machen, gehört halt dazu zum Rennsport. Ja, das ist richtig. Habt ihr sonst auch also jemand von euch Berührungspunkte mit dem Rennsport oder ist es allein Simracing? Soweit ich weiß, nur Simracing, ja. Ja, okay. Aber was ich auf jeden Fall auch noch sagen wollte, eben die Kommentation mit Harald Ide war sehr, sehr lustig. Also, ja, mit Harald ist immer lustig, definitiv. Wenn man es doch zu zweit machen könnte, dann wäre das, glaube ich, Hammer. Ja, das ist richtig. Also zu zweit ist das deutlich angenehmer, auch für den Moderator selber oder für die Moderatoren dann, weil du halt dann auch mal einen Moment hast, Luft zu holen. Du musst dich nicht ständig um alles kümmern oder kannst dich auf eine Sache konzentrieren, während der andere labert. Kannst dir das Timing durchgucken oder kannst durch die Grid schalten oder was auch immer. Also das ist natürlich so, aber ich moderiere auch 24-Stunden-Rennen alleine. Also das geht schon alles irgendwie. Aber zu zweit ist natürlich nicht nur professioneller, sondern auch viel, viel angenehmer und unterhaltsamer. Ja, und da hätte ich jetzt fast noch vergessen zu sagen, wir haben doch ein bisschen Berührung mit Rennsport. Und ich glaube, der Fahrer, der wird mich jetzt killen, wenn ich das nicht gesagt hätte. Der ist Streckenposten auf der Nordschleife. Wunderbar. Wer ist das? Eben Stefan Fritsche. Okay, alles klar. Ja, gut, dann kann er ja jetzt seine Trümmer wegräumen. Und genau. Und wenn er das alles noch relativ locker sieht, dann ist ja dann der Abend auch gerettet. Also wünsche ich euch für die Zukunft, für die weiteren Rennen hier alles Gute, dass ihr die Zielflagge seht, dass es vielleicht mal auch eine gute Position bei rauskommt oder eine für euch unerwartete Position, sagen wir mal so. Und unerwartet gute. Und dann, ja, vielen Dank, dass du hier warst und toi 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 für den Rest. Ja, danke auch und noch viel Spaß beim Kommentieren. Danke. Okay, Florian, bis bald. Jo. So, ihr Lieben.
Ich vermute mal, dass hier irgendwas komplett im Argen ist. Ich habe kein aussagekräftiges Timing mehr. Ich versuche es immer wieder mal neu zu starten. Ich hoffe mal, dass das hier noch alles stimmt. Demnach würde der Micha Feier momentan das Gesamtklassement anführen. Allerdings mal davon aus, bei ja, gefolgt vom der kommt jetzt in die Box, genau. Gehe ich mal davon aus, dass dem ein Boxenstopp fehlt. Und auch Frank Schmidt kommt rein. Somit müssten jetzt theoretisch Kevin Maas, Bastian Schmitz, also der hier gezeigte, auf Position geführte Jens Haase, müsste theoretisch jetzt auch in die Box kommen. Weil der gehört hier auch nicht direkt ins Klassement. Der wird jetzt hier von Sebastian Schmitz überholt. Genau so ist es. Und Sebastian Schmitz wird als Gesamtzweiter jetzt dann auch den Micha Feier überholen. So, für Ace Racing ist Gary Hart ins Auto gestiegen. Die haben tatsächlich einen Fahrerwechsel gemacht. Fahren momentan auf Position 3. Ja, und dann kommt der Motorsport For All Ferrari hier auf der, das ist jetzt dritten Position, die vierten Position der Klasse 2. Ja, genau. Kevin Maas hat jetzt die Führung wieder übernommen. Gesamtführung. Bastian Schmitz ist auch vorbei. Jetzt gucken wir mal, wie lange die hier stehen, weil das ist ja doch eine ziemlich interessante Geschichte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da Reparaturen dabei sind oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass da keine dabei sind. Dass das so, weil die Rückstände jetzt, die hier entstanden sind nach den Boxenstopps, die waren schon auch heavy. Und wenn ich das jetzt hier richtig sehe, wen wir hier wo haben. Genau, der Jens Haase, weil der hat hier, wird hier vernünftig abgefertigt. Der Fahrer steht immer noch. Über 2 Minuten. Das kommt mir jetzt aber wirklich sehr lange vor. Aber da die anderen auch so lange stehen, kann das eigentlich nicht so sehr das Problem sein. Mal ins Cockpit. Ja, da ist auch der Motor aus. So, und jetzt hier vorne haben wir gerade gesehen, dass die im Moment wieder abgebockt worden. So, und Feier muss sogar noch ein Stück zurückstoßen. Feier kommt als Gesamtvierter und Führende der Klasse da raus. Aber Andreas Schröder ist direkt dran. Das finde ich jetzt schon sehr erstaunlich. Porsche gegen Ferrari. Der Klassiker schlechthin. Und somit haben wir hier ein Positionsduell um die Spitze in der Klasse 2. Oder macht hier richtig Druck. Was ich ziemlich cool finde hier von Fire, der lässt sich da überhaupt nicht verrückt machen. Der geht noch nicht mal auf die Kampflinie.
Er bleibt sogar auf der Ideallinie, beziehungsweise geht kurz vor der Kurve zurück zur Ideallinie. Wahrscheinlich in dem Wissen, dass er jetzt hier in dem Gestränge gleich einen kleinen Vorteil hat. Wir sehen das. Hier kann er mal ein, zwei Zehntel gut machen. Handling-Vorteil. Aber schön zu sehen. Gut, auf das Timing hier, auf die Abstandsanzeige zwischen zwei Fahrzeugen kann man hier komplett verzichten, weil zwischen den beiden wird mir jetzt hier ein Abstand von 169 Sekunden angezeigt, obwohl ich das schon mehrfach habe refreshed. Ich muss mal eben kurz Danke sagen an den Daniel Markus, der mir hier ein paar Sachen geschrieben hat. Und zwar ist es vielleicht gar nicht so uninteressant. In der Klasse 3. Die Herrschaften hier alle untergekommen sind. Alles durcheinander. Eieiei, jetzt haben wir hier noch mehr Ausfälle. Jürgen Bell und Robin Wandre sind ausgeschrieben und das höchstwahrscheinlich beim Boxenstopp beim Versuch des Fahrerwechsels. So, gehen wir mal gucken. Frank Schmidt, Jimmy Kahn. So, die beiden haben Just for Fun hier, Virtual Racer, bei Virtual Racing, haben definitiv nicht wechselt. Cartello hier vor Andreas Dahl. Entschuldigung. Robert Reck ist auch noch unterwegs fürs Team Solo. Das ist, glaube ich, bezeichnend. Robert Gödicke. Mensch, Robert, schön, dich auch wieder zu sehen. Dann haben wir hier für Piranha Sim Racing den Moritz Kaltwasser. Für die Online Sim Racing den Olaf Matzenbacher. Andreas Bär. So langsam aus der Klasse rauskommen. Nee, da. Olaf. Ohrpichtler. Thomas Kühn. Oh Mensch, hab ich auch schon mehr gelesen, den Namen. Ich denke mal, dass das der Thomas Kühn ist. Ober zu kennen. So, Erik Päh, der fährt tatsächlich noch. Robert Riedel. Auch hier wurden. So, und Michael Bräutigam fährt, wie wir da vorhin gehört haben, das Rennen wohl zu Ende. Also, der führt die Klasse 4 an. Vor Motorsport for All, Dirk Vogel und Herbert Wickmeier, der hat auch das Team Classic Racing, hat hier auch nicht gewechselt. Von Virtual Racing hier in der Klasse 4 mit Peter Neuendorf. Ja, und der Penskofer fährt nach wie vor noch für FPR. Hier ist wohl kein Fahrerwechsel zu erwarten. Momentan das Schlusslicht. Ja, für P1 Gaming Power. Das mit dem Power überlegt euch mal noch fürs nächste Mal. Die haben heute, glaube ich, relativ viel Pech gehabt. Angefangen vom Qualifying bis gleich hin zum Unfall in der ersten Runde. Also relativ zeitiger Boxenstopp und ich glaube in Runde 4 waren die das erste Mal drin. Also das ist, ja, die sind hier
eigentlich in der Klasse 1 unterwegs sind, aber momentan auf dem gesamtletzten Platz. Also da geht's, wenn jetzt nichts mehr passiert, wir haben jetzt noch 34 Minuten zu fahren, wird es vielleicht noch dazu reichen, wir sind überrundet, klar. Zweimal, wenn ich das hier richtig sehe. Aber dann wird es natürlich schwierig. Die sind so vom kompletten Fahrerfeld einmal überrundet. Also das ist natürlich, muss einiges vorgefallen sein. Naja, wollen wir mal hoffen, dass das noch ein bisschen geht. Ja, Kevin Maas für die Racing Association wird das Rennen wohl auch zu Ende fahren. Und was sehen wir hier? Faszinierendes, Sebastian Schmitz hat jetzt irgendwie ja festgestellt, dass dieses Auto sich doch schneller bewegen lässt. Wahrscheinlich haben sie jetzt das gemacht, was der Harald Ide vorhin ganz kurz angedeutet hat. Sie hatten wohl zu viel Abtrieb auf dem Auto und haben da wohl ein bisschen was am Flügel rumgedreht. Und jetzt dreht es dann mal gleich besser. Er fährt die gesamtschnellste Rennrunde. Mit einer 8:26.013. Das lässt nochmal hoffen, weil wenn diese Abstandszeiten hier stimmen, hat er mal gerade 7,5 Sekunden Rückstand. Ich mache mal jetzt etwas sehr, sehr Unprofessionelles. Ich guck mal eben hier. Ja, ist richtig. Also diese 7,5 Sekunden, die stehen hier. Also die scheinen dann auch noch insgesamt irgendwie sein. Mal zum Vergleich. Ace Racing auf Platz 3. 100 Sekunden. Ja. Kevin Maas und 89 Sekunden. Da sind bei dem Zweitplatzierten. Also die beiden sind hier Gonne Association und Four Motorsports. Das ist hier so ein bisschen eine Klasse für sich in der ersten Kategorie, in der ersten Rennklasse hier. Also da wird eventuell, kriegt man hier nochmal einen schönen Showdown-Gebiet geboten, wenn der Sebastian Schmitz. Oh, Andreas Schröder ist vorbei an Micha Fahrer. Entschuldigung, warum haben wir das nicht gesehen? Der fährt ja hin. Er war noch mal in der Box. Warum war der da? Weil er eventuell eine Strafe bekommen hat. Das wäre natürlich jetzt so ein bisschen kleines Drama. Ich glaube, es hat es gerade ein bisschen gehuckelt im Stream. Was war mit Micha Fahrer? Vielleicht kann mich hier mal irgendjemand informieren. Auf alle Fälle sind Frank Schmidt. Ach, Quatsch. Ja, Andreas Schröder, Frank Schmidt und Jimmy Kahn sind vorbei an Micha Fahrer. Das wäre natürlich jetzt ein Hammer. Wir haben ja vorhin noch gehört, ja, die fahren da beide auf Platz 1 in ihren Positionen, in ihren Klassen. Eieiei. Lutz? Ja. Ja, hier ist der Stefan nochmal. Ja, Stefan, erzähl, was war los? Bei dem Boxenstopp, wir haben uns ein bisschen spät dazu entschieden, tatsächlich nicht zu wechseln. Und der Michael musste auf Toilette. Ach, wie cool, wie cool. Das hat die zwei Runden vorher zum Boxenstopp, war das nicht abzusehen. Ja, doch, das war abzusehen. Hätte auch alles funktioniert, nur hat er dann in der Hektik eben bei der Boxenausfahrt die Linie überfahren. Und deswegen eine Drive-Thru bekommen.
Okay, also das kam auch noch dazu, ne? Dann hat es ja gewitzt gepasst, ja. Nee, großartig. Also, was glaubst du, kriegt er da nochmal Anschluss jetzt? Also ich hoffe, schau mal. Ich hoffe doch, dass er relativ seinen Speed vom Anfang vom Rennen aufrechterhalten kann und dann sich nochmal rankämpfen kann. Also, ja, das ist jetzt das erste Rennen, bisschen Learning by Doing. Das wird ja schon irgendwie. Naja, gut, also Erfahrung hat er ja hier, das also sollte er haben. Auf alle Fälle ist es so, dass er hat jetzt laut meinem merkwürdigen Timing hat er noch 11 Sekunden Rückstand. Jetzt sind es auf einmal nur noch 7 auf den Jimmy. Ja, wollen wir mal gucken. Wir haben mal ein bisschen im Auge behalten, das Ganze. Ich war nur gerade ein bisschen entsetzt, wieso er hier. Also Toilette plus. War es eine Durchfahrtsstrafe oder eine Stop and Go? Durchfahrt. Ah ja, okay. Naja, denn. Also, immerhin konnte er dann das Nützliche mit dem Unangenehmen verbinden. Und ja, dann ist es natürlich klar, dass das so ein bisschen runtergelaufen ist. Wollen wir hoffen, dass das insgesamt dann sich für euch noch ausgeht. Irgendwo. Ja, richtig. Dankeschön. Ja. Auch nochmal ein kurzes Lob an die Reko. Das ging wirklich wahnsinnig schnell, dass da einer zu uns gekommen ist und uns Zeit gegeben hat. Prima Arbeit. Ja, also. Jo, das Lob ist angekommen. Ja, bis später. Ciao. Tschö. So, genau. Also, großartig das Ganze. Also, die Rennkommission bzw. die Stewards hier arbeiten live. Das sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Sind hier, also die Fahrer müssen eine bestimmte Tastenkombination drücken. Dann gibt es eine Meldung. Ist natürlich dann ein Chat im Rennen. Da kann man geteilter Meinung drüber sein, aber das wussten die Fahrer vorher und das hat man so akzeptiert, von daher ist das okay. Dann guckt sich die Rennkommission die Situation an und trifft eine Entscheidung, das ging wohl ja ziemlich zügig, dass man hier natürlich eine Durchfahrtsstrafe ausspricht beim Fahren der weißen Linie. Ist zwar absolut korrekt, aber das finde ich schon auch sehr erstaunlich. Also, solche, ich meine, das muss ja auch irgendjemand angezeigt haben. Wenn man das jetzt von Zeiten der Rennkommission macht, dann muss man allerdings auch sicherstellen, dass man auch alle Boxenausfahrten beobachten kann. Ich weiß jetzt nicht, wo die da stehen. Vielleicht gucken die da auch wirklich, klar. Also, es gibt vielleicht hier so ein, zwei Stellen, wo man auch nach Cuts gucken könnte oder sonst dergleichen Dinge. Muss ich mich fürs nächste Mal echt mal schlau machen. Ich habe hier schon einen Zettel liegen, was ich alles noch erfragen möchte. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr spannende Sache mit den Live-Stewards. Also, hätte ich auch immer gerne gemacht bei mir, aber. Das ist. Ah, ich habe da halt eine leicht andere Meinung dazu, die will ich auch gar nicht kundtun hier. Aber so wie sich das hier produziert, werde ich die ganze Sachlage vielleicht dann da doch nochmal überdenken. Das ist ziemlich cool. Vor allem, dass die Teams so reagieren oder das betroffene Team hier so sich auch noch dankt, dass sie so schnell reagiert haben. Also, normalerweise ist man ja sauer, wenn man eine Strafe bekommt. Also, naja, tut gut. Genau. So, Locatello ist in der Box oder ausgefallen? Ausgefallen. Ja. Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. So, Piranha Sim Racing hat auch gewechselt auf den Moritz Kaltwasser. Und da hinten geht's zur Sache. Position 22, 23. Peter Neuendorf hat sich hier für Just for Fun Sim Racing durchgesetzt gegen den Herbert Bickmeier, wenn ich das hier richtig sehe. Aber der ist mir hier auch ein bisschen langsam und. Nee, der hat sich gar nicht durchgesetzt, sondern. Doch, das ist dieselbe Klasse, oder? Ja, natürlich. Ja, der ist mir ein bisschen langsam unterwegs. Also, Bickmeier hat hier ein Problem, definitiv. Ja, ich glaube, hier sehen wir es ziemlich deutlich. Da. Wieder ein Aufhängungsschaden oder ein Plattfuß. Also. Auto hängt hinten links ein bisschen runter. Also, das ist dann. Okay, Penskofer. Hier. Ja gut, der hat einen hohen Rückstand auf Bickmeier, von daher wird das wohl eine Weile dauern, bis er an dem vorbeikommt. Also kommt er jetzt erst nochmal in die Box. Ja, Wetter ist natürlich jetzt November typisch. Neblig. Kalt.
Ergebnis. So, und jetzt haben wir doch die Situation, dass der Jimmy Kahn ist auf 2,5 Sekunden dran an dem Frank Schmidt. Wir sollten mal ein Auge werfen auf den Micha Kaya. Hier erwarte ich tatsächlich noch mal ein bisschen Spannung. Oh, vorne Sebastian Schmitz hat wieder Zeit verloren gegenüber Kevin Maas. Wenn ich mir die letzten Rundenzeiten angucke, Maas 8:28.6, Schmitz 8:32.031. Da weiß ich auch nicht so wirklich, was passiert ist. Beiden. Ah, okay. Ich lese gerade von einem der der Stewards von Chris Coy, dass die Rennleitung die Box permanent überwacht. So. KPR schreibt mir, die hatten richtig Pech, die haben die irgendwie die Schadensreparatur konnten sie nicht abwählen und standen über 200 Sekunden in der Box, also irgendwie 3,5 Minuten. Ja, das ist natürlich bitter. Gut, wie gesagt, Kevin Maas hat in der Klasse 1 seinen alten Vorsprung wiederhergestellt, nämlich 10 Sekunden. Und mal hoffen, dass Sebastian Schmitz da doch noch ein bisschen was tun kann. Noch ein bisschen ranfahren kann. Gary Hart auf der dritten Position fährt 10 Sekunden langsamer als Sebastian Schmitz. Das kann eigentlich auch nicht normal sein. So, und der Führende der Klasse 2. Mal da erstmal wieder hingehen. Das ist Andreas Schröder für das Team Motorsport for All. Wenn das hier stimmt, bin ich da nicht so hundertprozentig sicher, weil eigentlich haben die eine andere Lackierung. So, Frank Schmidt auf Platz 2, Jimmy Kahn auf 3. Das ist eine Überrundung. Und da ist schon Feier. Der ist schon richtig dran an Kahn. Also wunderbar. Auch der hat jetzt hier gleich Überrundung. Gary Hart ist jetzt. Was macht der? Ah ja, okay. Dreht sich etwas durch die Gegend. Wir versuchen das nochmal rauszukriegen hier. So, der kommt hier oben schon aufs Grün. Macht eine schöne Pirouette. Kommt mitten auf der Strecke zum Stehen. Räumt ganz schnell die Strecke. Das ist auch völlig okay. Dreht sich hier beim Beschleunigen nochmal. So, kann jetzt überhaupt nicht gucken. Ja, wann wer kommt. Muss die jetzt alle vorbeilassen, die da jetzt gerade sind. Und verliert natürlich so massig Zeit. Letztendlich ist es wurscht. Weil der nächste in der Klasse ist momentan ganz raus ist. Kannst es momentan nicht so wirklich sehen. Fahren, aber das wird sich dann zeigen. 26 Fahrzeuge haben wir hier momentan noch. Aha. Aber nicht, wir haben noch 25. Hier ist der Max Stürzel. Der hat das Auto übernommen von P1 Gaming. Und der ist 4 Runden zurück. Also da gegenüber Gary Hart. Also da hat er noch gut zu tun. Da kann ich also, da kann der Herr Hart sich noch ein paar Dreher leisten. Der dritte Platz in der Klasse wird ihm bleiben. Wir gehen aber mal zurück zu Micha Fahrer. Feier.
Der müsste eigentlich, ja genau, das ist jetzt hier relativ kurz. Er hat jetzt den Gegner eigentlich schon fast in Schlagdistanz. Nein, das ist ein Disconnect. Das war zumindest ein Mörder-Lag, den er hatte. Und ich meine, ich habe das Fan bei ihm schon mal gesehen. Schauen wir mal auf seinen Ping. Der ist allerdings normal. Eieieiei. Also zumindest, vielleicht war der Lag hier auch nur auf meinem Broadcast-Rechner, man weiß es nicht. Also, er hat jedenfalls keine Zeit verloren oder der Strecke abgekommen. Felix, wenn du mir kluge Ratschläge gibst, dann komm doch mal einfach zu mir. Leider habe ich es zu spät gelesen, tut mir leid. Oh, falls der Felix nicht kommt, ich versuche es jetzt trotzdem nochmal. Also Kevin Maas, Sebastian Schmitz, die beiden Führenden der Klasse 1, haben wir eben gesehen. Der Drittplatzierte fährt auf Gesamtplatz 7, das ist nämlich Ace Racing mit Gary Hart. Und jetzt gehen wir mal zum Führenden der Klasse 2, das ist der Motorsport for All Ferrari mit Frank Schmidt. Dahinter haben wir, was? Frank Schmidt mit Andreas Schröder. So, Frank Schmidt haben wir hier. So, Just for Fun, Virtual Racing, haben wir hier den Jimmy Kahn auf der Position 3. Der wird schon gut verfolgt von Micha Fayer für Cantina Band Racing Team oder wie auch immer. Ja, die sind hier auf der 4. Die haben die ganze Zeit das Rennen angeführt, bis dann der Micha eine Durchfahrtsstrafe bekam wegen Verfahren der kurzen Ausfahrtlinie und wegen erhöhten Handrang. Naja gut, das soll vorkommen. Es war nicht geplant, dass er das ganze Rennen fährt. Von daher hat er wahrscheinlich ein bisschen viel getrunken in seinem ersten Stint. Ja, nun muss er nochmal sehen, dass er das jetzt irgendwie wieder rausschwitzt. Oder dass er nicht nochmal auf Toilette muss. Auf alle Fälle coole Sache. So, wie gesagt, Gary Hart hier auf der Position 7 ist, auf der Gesamtposition 7 ist Dritter in der Klasse 1. Robert Reck, Fünfter der Klasse 2. Sechster Platz für Andreas Dahl. Robert Gödicke auf Platz 7. Auf der 8 Olaf Matzenbacher für Online Sim Racing. Auf der 9 5 Virtual Racing. Der Moritz Kaltwasser ist 10 Platzierter. Platz 11 für Olaf Oberpichler. Markus Gerzak für MGR Motorsports auf der 11, auf der 12, Entschuldigung. Und Thomas Kühn auf der 13. Erik P. für Oldman Racing auf der 14. Den SRC Sim Racing mit dem Robert Riedel. Und der Führende, ja, war nicht anders zu erwarten, der Klasse 4, Micha Bräutigam.
Ohr, Dirk Vogel, Motorsport for All, Just for Fun, Virtual Racing auf der 3. Peter Neuendorf, das waren die Verbliebenen, im Rennen Verbliebenen. Jetzt haben wir das hier auch einmal durchgezogen. Das gesamte Klassement vorzulesen. Ja, der Felix traut sich, glaube ich, nicht. Schade, schade. Irgendwie fehlt mir hier das von Online Sim Racing. Hier jedenfalls keinen Ausverteil und ich sehe hier auch keinen Olaf Matzenbacher. In der Liste kann allerdings sein, dass das hier wieder irgendwo verdrückt wurde vom R-Factor Monitor. Wurde nichts unterdrückt. Ach doch, der Olaf Matzenbacher auf Position 11. Entschuldigung, hinter Robert Goetheke. Dann habe ich mich... Ja, weiß ich nicht, ob das eben tatsächlich nicht da stand, aber... ja. So, wir haben noch 12 Minuten. Ja, dann wird das wohl hier die vorletzte Runde werden. Ja, das dürfte tatsächlich. Also ja, also so ungefähr. Naja, noch nicht ganz. Ja, so ziemlich die Hälfte doch noch. Und denk mal, das ist eine klare Angelegenheit hier für zumindest in der Klasse 1 für Kevin Maas und die Racing Association. Zwölf Sekunden Vorsprung auf Core Motorsports dürften, ja, der Sebastian sich jetzt aber mal ganz weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt passiert. Nein! Nein, Disconnect! Disconnect von Sebastian Schmitz. Och Leute, das ist ja nun mal jetzt irgendwie... Das ist sehr, sehr schade. Ja, jetzt hat sich's natürlich erledigt für Kevin Maas. Also der wird, wenn er jetzt nicht auch noch ein Disconnect hat, ein technisches Problem bekommt, definitiv das Rennen gewinnen. Was ich jetzt schon ein bisschen verwunderlich finde, ist jetzt hier Gary Hart. Der hier Zeiten fährt,
Ja, da fällt einem echt nicht mehr viel ein. So übers Gesamttiming, ja doch, der Herr Oberpichler, mal gucken, was da geht. Da geht ein bisschen was. Der ist nämlich für KPR hier richtig dran. An Markus Gerzak. Mal ein bisschen schauen, weil das kommt mir... Ach, was ein geiles Cockpit hier. Guckt euch das an. Da ist noch der Gesamtführende, der Kevin Maas, dazwischen. Das ist hier so neblig, dass man hier kaum, ja, die 2 Sekunden entfernten Fahrzeuge sieht. Das ist die Sicht, die der Fahrer im Cockpit hat, das darf man nicht vergessen. Unsere TV-Kamera, die hat ja da so einen Spezialfilter, die kann das ja teilweise da ganz gut durch den Nebel durchfilmen. Gespannt, ob er da noch mal rankommt. Das ist auf alle Fälle das engste Duell, was wir hier momentan auf der Strecke haben. Wobei Micha Fahrer jetzt auch auf 2 Sekunden dran ist an Jimmy Kahn. Also auch da vorne wird es jetzt zum Schluss noch mal eng. Wir haben jetzt noch 6 Minuten. Wir gucken mal, wo der Gesamtführende gerade fährt. Ja, das wird wohl die letzte Runde sein. Das wird aber ganz, ganz eng. Jetzt nicht so, ja, das kann eine ganz knappe Kiste werden, ob das jetzt wirklich die letzte Runde ist. Gehen wir erstmal ganz kurz zu Micha Fahrer und gucken mal, wie weit der jetzt weg ist hier von seinen Kontrahenten. Aber da ist, glaube ich, noch nicht wirklich was in Sicht. Ja, der Sebastian Schmitz. Nee, was jetzt passiert? Fahrer auch? Wieso stellt der das Auto ab? Der hat noch einen Ping. Was macht ihr denn hier, Leute? Och Mensch. Sehr, sehr ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Gehen wir nochmal zum Herrn Oberpichler. Ach, obwohl das jetzt hier so aussieht, dass er da nochmal rankommt. Ich glaube, der Abstand wird eher ein bisschen größer. Ah, die haben... Wie? Nee, Sebastian Schmitz wird durchgereicht. Wo ist jetzt bitte der Micha Fahrer? Der wird mir jetzt hier gar nicht mehr angezeigt.
Ich verstehe es gerade nicht. Ach, der ist letzter. Ist disqualifiziert. Ach, Herr Jemini, wieso das denn? Er hat doch seine Strafe abgesessen. Ah, ich glaube, ich habe da so eine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ob der Micha mal vorbeikommen will, ob er da Lust und Laune drauf hat jetzt gerade. Beziehungsweise jemand aus dem Team. So, wir haben noch 3 Minuten. Das wäre jetzt echt ein Brüller, wenn der Lutz, Stefan nochmal, ja. Hallo. Ja, hey Stefan, erzähl, was passiert? Wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Also er ist disqualifiziert worden vom Spiel. Ja. Und wir wissen nicht, woran es liegt. Ich kann dir sagen, woran es liegt. Ist die um Paar? Ja, nee, ich kann es dir ja nicht wirklich sagen, weil die Jungs haben mir vorhin gesagt, sie vergeben keine Durchfahrtsstrafe per R-Faktor-Befehl. Hat er die Strafe im Spiel auch bekommen? Also wurde ihm diese Anzeige im Spiel gezeigt, dass er eine Durchfahrtsstrafe hatte? Er hat gerade was gesagt, dass er links oben im Bildschirm ein Symbol hatte, das er noch nie gesehen hat. Ja, dann war das die Strafe, die er bekommen hat. Ja. Dann, weil das hatten mir die Jungs vorhin von der Orga gesagt, dass das eigentlich nicht passiert. Das muss aber dann natürlich am Server, die Flaggen müssen dann auch ausgestellt werden am Server. Und dann hat man die Gewähr, dass sowas nicht passiert. Weil R-Faktor hat bei manchen Modifikationen oder auf manchen Strecken, das weiß ich jetzt auch nicht, an was es liegt, das Problem, dass man die Strafe absitzt, aber abgesessene Strafe nicht angerechnet bekommt. Als diese Lampe bleibt, geht eventuell sogar weg, aber man wird dann 3 Runden später disqualifiziert. Und das würde ja auch Zeit hinhauen, dass er jetzt 3 Runden später die DQ bekommen hat. Ja. Ja, das stimmt, das ist natürlich bitter. Ja, das ist ganz ärgerlich und kann man nur hoffen, dass jetzt nicht so viel Ärger, also dass ihr dann weiter mitfahrt, dass euch jetzt nicht so doll ärgert. Also ich denke mal, Spaß gemacht hat es ja trotzdem. Und für die Jungs von der Orga dann einfach der Hinweis, stellt im DD-Server, die, wenn er das händisch alles regelt, Sacken regeln komplett auf aus, dann passiert sowas. Also ich denke, ich kann schon... Entschuldigung. Ich denke, ich kann schon sagen, dass wir zum Weiterfahren werden. Ich meine, es gibt ja auch zwei Streichergebnisse. Ja. Das wird trotzdem ein bisschen schade. Ja gut, aber ich sag mal, der Micha Bräutigam hat sich ja auch wieder gefangen, also ne, hat ja auch wieder alles ins Boot gesetzt. Da habt ihr zumindest da schon mal ein gutes Ergebnis und ne, ja. Das ist das erste Rennen, das passt schon und ja, ich denke, der Michael kommt dann demnächst bei dir eh vorbei, ne? Alles klar. Super Sache. Gut. Ja, vielen Dank nochmal für die Info. Also haben wir gehört. Ist natürlich eine Geschichte, die ist für das Team sehr ärgerlich, aber die ist genauso ärgerlich für die Orga, dass sowas passiert. Ich denke mal, das war nicht beabsichtigt. Und ich gehe mal davon aus, dass sie auch wussten, dass dass man das abschalten kann, dass man es entweder vergessen hat oder man hat es tatsächlich eingestellt und durch irgendeine Neuinstallation oder weiß der Fuchs, was mir alles auch schon noch passiert, dass man dann. So, oh Mann, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an Kevin Maas. Er hat dann wohl dann doch die Zeit abgewartet. Ich habe gedacht, er fährt da nochmal drüber. Gesamtsieg hier für Racing Association. Und ja, bleibt nicht viel drüber zu sagen. Wirklich Konkurrenz hatte er nur mit Sebastian Schmitz, der in der vorletzten Runde ausgefallen ist. So, und jetzt kann man eigentlich nur... das so machen, dass man hier
immer den Gesamtzweiten, der allerdings auch der Führende der ersten, der zweiten Klasse ist, der auch als Gesamtzweiter hier ins Ziel kommt. Hier unten laufen jetzt schon die Ergebnisse durch. Die sind natürlich jetzt nur vorläufig, weil die anderen Fahrzeuge noch nicht über Start und Ziel gefahren sind. Nur da, wo schon etwas steht, die dann eine Runde zurück sind, natürlich dann schon durch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wer ist denn jetzt... Also, Andreas Schröder wird definitiv weiter... Der Frank Schmidt ist zwar relativ dicht dran, das ist hier nochmal ein schönes Finish, aber es wird nicht mehr reichen für den Frank. Da vorne fährt sein Kontrahent, jetzt geht es hier wirklich nur noch ums Eck und dann sieht man auf der Startziel. Dann haben wir aber auch wirklich den zweiten und dritten der Gesamtwertung hier durch. Kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch an die drei. Also, Racing Association gewinnt das Ganze mit Kevin Maas vor Andreas Schröder und Frank Schmidt. Wir blenden das mal am besten hier ein. Da sieht man die Teams auch nochmal, also Motorsport for All und S Motorsport. Dann müssten wir mal gucken, ja, so sieht das hier aus, so... Die Klasse 3 gewinnt Olaf Matzenbacher. Auch dahin hat... Nee, gar nicht. Blödsinn. Robert Gödicke gewinnt das für No Limit Motorsport. Na, so sieht das nämlich aus. Ja. Olaf Matzenbacher dann auf der 2 und auf der Position 3 Podiumsplatz für Andreas Beer für MRS Virtual Racing. So, und dann haben wir in der Klasse 4 den Micha Bräutigam für das Cantina Band Team 2. Ja, vom Motorsport Klasse 1, Platz 2 für Motorsport for All und Platz 3 für Just for Fun Virtual Racers. Genau, so sieht das aus. Ja, kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch an die Podestfahrer, herzlichen Glückwunsch an alle, die hier durchgekommen sind. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das hier geklappt hat mit den Herrschaften zum Interview. Ich fürchte mal nicht so wirklich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man es mitgeteilt hat. Vielleicht sollten wir das heute sein lassen und zum nächsten Rennen dann ordentlich ankündigen, damit auch wirklich, wenn jetzt irgendwie ein Team oder sagen wir mal ein Team kommt nicht, ist total blöd. Ich gehe mal ganz kurz nachfragen. Okay, also es ist doch angekündigt worden, dass wir hier noch Interviews machen. Also gehe ich mal davon aus, dass zumindest noch ein paar Teams kommen. Wäre halt sehr nett, wenn wir zumindest die ersten aller drei Klassen haben, wenn die Podest
alle Podestteams kommen, kriegen wir das auch geregelt. Da die alle noch irgendwie ein bisschen ins Ziel fahren müssen. Wäre halt auch schön, wenn die Zielfahrer kommen würden, weil dann muss ich mir das nicht alles erst zusammensuchen, wer zu wem gehört. Ja, ich denke mal, dafür, dass das hier ein erstes Rennen war, ich meine, die Ausfallquote liegt in etwa bei einem Drittel, das ist normal, der Nordschleife. Und ja, wenn man dann mal noch berücksichtigt, dass vielleicht noch das ein oder andere R-Faktor-Problem dazugekommen ist beim Fahrerwechsel und sonst dergleichen Dinge, dann kann man hier, glaube ich, ganz zufrieden sein mit der Performance der Mod, der Strecke und natürlich vor allem mit dem Rennverlauf. Also, es war streckenweise sehr, sehr spannend. Und es hätte auch zum Schluss nochmal richtig spannend werden können. Leider hat es dann in der vorletzten Runde noch jeweils den Zweitplatzierten der ersten Klasse und den lange Zeit führenden, dann zu dem Zeitpunkt auf Platz 5 fahrenden Faya von der zweiten Klasse erwischt. Das ist natürlich Pech oder das ist sehr, sehr ärgerlich, aber nicht zu ändern. Nichtsdestotrotz haben wir uns auf ein spannendes Finish wenigstens freuen dürfen. Ja, jetzt gucken wir mal, wie das Ganze hier ausgeht. Wäre sehr schön, wenn Ben Maas, Andreas Schröder, der Olaf Oberpichler und der Micha Bräutigam dann irgendwann zu mir kommen könnten. Das hören, aber zumindest ihre Teamkollegen, die schauen hier bestimmt zu, sollten das hören. So, genau. So, da kommen noch blitzende Lichter. Wer ist es? Der Andy Bär. Mein Boxenstopp, oder? Ja, einfach nur. Ach doch, jetzt. Hahn. Ja. Beeindruckende Bilder, die wir heute gesehen haben. Tollen Motorsport. Kann man nicht beschweren darüber, was hier passiert ist. Es war sehr, sehr fair. Wir haben schöne Szenen gesehen, vor allem am Anfang, wie zu erwarten. So, ich gehe mal davon aus, dass hier alle beim nächsten Mal wieder am Start sind. Und kommen hier schon die Jungs der hier rein. Erste aber. Opa, oh. Eieiei, ich habe euch jetzt hier einfach reingezogen, weil ich gedacht habe, ihr wartet hier. Zumindest drei der Laufsieger habe ich hier schon. Noch der vierte. Macht aber nichts. Fangen wir mal ganz unten in der kleinsten Klasse an. Micha, was hat dich denn in die kleinste Klasse verschlagen? Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Laufsieg. Hi, ja, danke. Ich hatte dahin verschlagen, dass ich die Nordschleife mag und dass ich Fronttriebler gerne fahre. Und ja, das ist einfach die einzige Klasse, wo man das so machen kann. Okay, jetzt hat mir dein Teamkollege, der Stefan, vorhin schon gesagt, du wirst wohl auch irgendein Rennen dann im Porsche bestreiten dürfen. Aha, das haben wir da nicht gesagt. Ah, okay. Was musstest du denn tun dafür, dass du das darfst? Ich glaube, bitte tun. Okay. Micha, ganz kurz zum Rennen. Natürlich, es ging ja schon mal ziemlich vermaledeit los, nämlich, dass du nicht auf dem Startplatz standest, den du dir eingefahren hast, sprich auf der Pole.
Und dann gab es ja mitten im Mangel des Rennens auch noch so das ein oder andere Problemchen. Erzähl mal ein bisschen. Ne, Probleme im Rennen gab es eigentlich nur in der ersten Runde. Da habe ich mich im Breitscheid mal kurz auf zwei Reifen gestellt und habe mir gedacht, die Leittasche sitzt gut. Ansonsten war eigentlich alles gut. Start habe ich mich halt aus allem rausgehalten. War dann überrascht, dass ich nach Platz 2 war in der Klasse. Ja, und dann war eigentlich alles problemlos. Beim Boxenstopp habe ich halt dann alles reparieren gemacht. Hab jetzt gehört, das soll man nicht machen bei R-Faktor. Deswegen stand ich halt irgendwie 3,5 Minuten oder sowas in der Box. Also ja, ein bisschen Vorsprung. Ja. Aber trotzdem happy und ich meine, klar, warum soll man nicht happy sein, wenn man einen Lauf gewinnt? Nichtsdestotrotz, ganz kurz mal von dir, du bist ja nun in sehr vielen Rennserien schon unterwegs gewesen oder bist auch in mehreren derzeit unterwegs. Wie empfindest du hier so die Organisation und der Ablauf und die Gegner? Von dem, was ich jetzt so mitgekriegt habe, eigentlich, ich habe noch nichts großartig Negatives gehört. Falls mal Kritik ist, dann hört man sich das an oder fand man das halt sachlich und auch alles sehr professionell. Und ja, doch, das bin überzeugt davon, dass es eine gute Idee ist. Ja. Ja, Micha, das ist eine feine Sache, das würde die Orga gerne hören. Und für euch, dein Team, wünsche ich euch noch viele schöne Rennen und viele schöne Platzierungen, die euch zufriedenstellen. Okay, danke. Okay. Kommen wir zum nächsten. Ich habe eben irgendwie was gesagt von Olaf Matzenbacher. Tut mir leid. Natürlich hat Klasse 3 der Robert Gödecke mit seinem Team eingefahren. Robert, ich weiß nicht, wann wir uns zuletzt gehört haben. Es ist schon eine verdammte Zeit her, aber ich freue mich sehr, dich hier zu haben. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke Lutz, danke. Ja, Mensch, Jung, ganz ehrlich gestehen, ich hatte dich nicht so wirklich auf dem Zettel hier. Zum Beginn hin, als du dann im Auto saßt, war das dann doch ein bisschen überraschend. Als es dann am Ende dann ganz vorne stand, war ich noch ein bisschen überraschter. Wirklich, also mit No Limits habe ich dich auch nicht so richtig in Verbindung gebracht. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt irgendwo falsch auf dem Zettel hatte, aber ist auch eh wurscht. Erzähl mal so ein bisschen aus dem Rennverlauf, bitte. Na gut, ich sag mal, Rennverlauf war jetzt relativ ruhig, kann man jetzt schon fast sagen. Also ich habe insgesamt, glaube ich jetzt, nur den zweiten Stint gefahren. Ich glaube, ich habe insgesamt 3 Autos gesehen, also mehr war es wirklich nicht. Der Micha hat ja vorgelegt, hat das Auto auf P1 bewegt, gerade schon in der ersten Runde. Ja. War ja ziemlich guter Kampf. Allerdings ist dann hier unsere Namensgeber von dem ersten Lauf hier, KPR, die hatten dann, glaube ich, habe ich gehört vom Micha, ich glaube, die sind irgendwo, haben sie sich einen Schaden eingefangen und konnten dann erstmal nicht mehr ganz so Schritt halten. Hat uns dann wahrscheinlich dann schon so ein bisschen dann die Luft dann gebracht, sag ich mal. Ja. Ja, und jetzt, also jetzt der nächste Stint, der zweite dann von mir, war eigentlich relativ, ja, wie gesagt, unauffällig, weil ich mich eigentlich nur auf die Strecke konzentrieren konnte. Ich hatte keine Kämpfe zu verbuchen, keine Überrundungen, also war halt, einfach, wie gesagt, relativ ruhig. Aber das kann sich natürlich alles jetzt in den nächsten Rennen ändern, weil auch jetzt vor dem Rennen haben wir schon nochmal gehört, so dass der Mercedes ist anscheinend schon ein bisschen stärker als der BMW in der Klasse. Mhm. Und daher wird da wahrscheinlich noch ein bisschen was geändert werden und dann kann das wahrscheinlich alles ein bisschen enger zugehen in Klasse 3 dann auf jeden Fall. Das ist dann, wir hatten uns einfach nur für das Auto entschieden, ohne großartig zu testen. Wir hatten mal wirklich einfach nur beide so mal über die Nordschleife gejagt, hatten Spaß dabei und haben dann gesagt, gut, wir nehmen den Mercedes. Habe ich eigentlich größtenteils drauf gepocht, weil ich gesagt habe, da kann ich ein bisschen besser durch die Scheibe durchgucken. Das war eigentlich so der ganze Grund. Genau. Weil fahrerisch machen die wirklich super Spaß und ja. Also man hat auch, selbst wenn man keine Gegner jetzt irgendwo jetzt in der Nähe hat oder Überrundungen, wenn man leider so ein bisschen alleine rumfährt, du hast trotzdem Spaß auf der Nordschleife, weil die Strecke ist einfach geil. Also kann man nicht anders sagen. Ja, das ist Nordschleife, braucht man glaube ich wenig zu sagen. Auf alle Fälle freut es mich, dich hier gehabt zu haben, beziehungsweise dich hier ganz vorne zu sehen. Ich kann es auch bestätigen, die haben nicht nur Pech gehabt, sondern da kam auch noch eine nicht abstellbare Reparatur dazu, die über drei Minuten Standzeit an der Box verursacht hat. Und ja, damit war das dann, glaube ich, endgültig. Wie es jetzt am Ende ausgegangen wäre, ohne diese Standzeit mit einem vielleicht langsameren Auto, das kann man jetzt im Nachhinein, ist auch nicht. Auf alle Fälle war da ein bisschen Pech dabei und ja, werden wir mal sehen, weil die Anfangs
Action, die die beiden gemacht haben, die war schon ziemlich geil, das muss man sagen. Also gerade die erste Runde, das war schon echt nett anzusehen. Okay, alles klar. Robert, ich denke mal, mit dem Michael König zusammen würden wir dich sicherlich das ein oder andere Mal noch sehen. Nee, nicht Michael, Müller, Entschuldigung. Hier im Interview und ich drücke euch mal die Daumen, dass es so weitergeht. Ja, besten Dank. Ja. Kommen wir zum zum Erstplatzierten der zweiten Klasse und zum Zweitplatzierten im Klassement, im Gesamtklassement, Andreas Schröder. Herzlich willkommen, Andreas, und herzlichen Glückwunsch. Ja, danke sehr. Aber ich glaube, der Glückwunsch gehört eher den Kevin Maas, weil wenn der noch eine Runde gefahren wäre, ich glaube, das war ziemlich knapp, da hätte ich nämlich nochmal in die Box gekonnt. Okay. Also, ich glaube, ich habe in meiner letzten Runde einfach immer nur noch auf den Sprit geachtet und auf den Kevin, wo ist der denn jetzt? Ist die Runde gerade zu Ende? Und ich hatte Panik gehabt und dann von hinten sah ich dann immer noch den Schmidt anfliegen. Ja. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Aber nun gut, war insgesamt ein super spannendes Rennen. Hätte ich gewusst, dass es hier eine Sprintserie gibt, ich glaube, dann hätte ich mich woanders angemeldet. Ja. Also, wir waren ja die ganze Zeit so dicht zusammen. Und, ja, richtig. Bei euch in der Klasse ging's richtig heiß her, definitiv. Auch auf den restlichen Positionen war das alles noch verdammt eng, auch zum Ende hin. Hättet ihr jetzt vom Start weg geglaubt, dass ihr das Rennen gewinnt? Nee, also meine Strategie war eigentlich heute erstmal sicher fahren, gucken, was die anderen so machen und Hauptsache die Karre erstmal im ersten Lauf durchbringen. Und dann halt eben abschätzen zu können, wie muss ich halt im zweiten Lauf fahren, von der Performance her, vom Speed her. Und also ich konnte heute zumindest einige Erfahrungen sammeln, auch was die Speed angeht. Der Porsche und der GT40, die fahren mir einfach auf der Geraden so weg. Die knüpfen mir eben mal 5, 6, 7 Zehntel teilweise ab auf der Geraden und da muss ich definitiv noch was ändern fürs nächste Rennen. Ja, nichtsdestotrotz, Andreas, ich freue mich, dich hier zu haben und vielleicht klappt es ja das ein oder andere Mal wieder. Und ja, toi, toi, toi. Und für die restlichen 9 Läufe hier. Ja, wir haben dann bisher. Gerne, gerne. So, dann kommen wir, ja, eigentlich brauche ich den nie interviewen, weil das mache ich so häufig. Kevin, was soll ich sagen? Ich war ein bisschen. Du pustest ganz doll ins Mikrofon, vielleicht kannst du ein bisschen. Naja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war etwas überrascht. Also, ich meine, klar, ich kenne dich lange genug, ich kenne aber auch den Sebastian. Ja. Und ich hätte ihn zumindest gleich stark eingeschätzt. Und jetzt erklär du mir bitte, wie ist es gekommen, dass du so schnell relativ gut Vorsprung rausgefahren hast, so um die 10 Sekunden, und warum stagnierte das dann bei den 10 Sekunden? Ja, am Anfang in der ersten Runde, der Start war okay. Ja, dann konnte ich mich halt schon in der ersten Runde, weiß ich nicht, 4 oder 5 Sekunden absetzen. Und ja, ich hatte dann das Problem mit dem Setup. Da hatte ich irgendwie total das Vertrauen in das Auto verloren, weil ich in den Pflanzgarten bestimmt zweimal fast abgeflogen bin. Ja, und dann habe ich halt Piano gemacht und dann, ja, so ist das denn bei den 10 Sekunden, ist das denn geblieben. Ah, okay. Ich wollte das Auto auch nicht überfahren, weil das geht ja so schnell. Was hast du denn geklaut? Hast du mitbekommen, dass dann der Sebastian irgendwann die schnellste Rennrunde gefahren ist nach dem Stopp? Ja, das hatte ich ja dann gesehen, da wollte ich einen draufsetzen, dann hatte ich leider Verkehr. Naja, gut, aber hast du da ein bisschen Panik gekriegt, dass der nochmal ran, weil so weit war er ja nun nicht weg. Ja, das konnte ich eigentlich gut verwalten. Ich habe dann gemerkt, irgendwann hat er ja auch Tempo dann rausgenommen. Ja. Er hatte nur eine Schrecksekunde, als er dann leider den Disconnect hatte. Da hatte ich erst gedacht, jetzt habe ich einen Disconnect, weil dann, ich habe da immer den Vorsprung, hatte ich gesehen. Dann war auch komplett alles weg. Da habe ich gedacht, oh. Ja. Ist natürlich ärgerlich für ihn und sein Team. Hast du zum Schluss einen Speed rausgenommen, um nicht noch eine Runde fahren zu müssen? Ja, ich hab ja genau Nervfaktor geguckt, wie die Sekunden noch sind. Ja gut, dann kann sich der Andreas tatsächlich bei dir bedanken. Ja. Oder? Weil dann, weil rein von im vollen Speed hätte es wahrscheinlich für eine weitere Runde gereicht, ne? Ja, hätte auf jeden Fall noch gereicht. Ich hatte das auch ausgerechnet, 15 Runden. Mhm. Hättest du denn noch Sprit gehabt für eine Runde? Ich hätte sogar noch Sprit für 3 Runden gehabt. Oh, okay, alles klar, ja. Nichtsdestotrotz, also vielleicht nochmal
Ja, Kevin, du bist ja nun auch bei mir unterwegs in den Langstreckenrennen. Warst, glaube ich, auch auf der Nordschleife zweimal im letzten Jahr, also in diesem Jahr mit dabei. Wie empfindest du das hier, das Format und alles, was so drumherum ist? Ist das so, wie man sich das vorstellt? Weil das Format gibt es so nicht nochmal, von daher wird das in Ordnung sein, aber so das Ganze drumherum fühlt sich wohl hier. Ja, also man kann überhaupt nicht meckern. Die Orga und so, die macht einen extrem guten Job, finde ich. Und heute die Fahrer und so auf der Strecke, wo eigentlich hier über auch alle fair haben Platz gemacht beim Überrunden. Ja, und wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, wie man es noch besser machen kann hier jetzt Ja, in der Orga gesehen. das ist doch mal ein fantastisches Lob und ich habe ja die Jungs noch ein bisschen kennengelernt hier, was die da so treiben und da muss man ganz klar sagen, also mir hat es auch so gut gefallen, dass ich sofort gesagt habe, okay, das machen wir. Also, dann wünsche ich euch allen und die jetzt hier noch zuschauen von den aktiven Teams, viel Spaß weiterhin und wir sehen uns dann, ich weiß es nicht ganz genau, irgendwann an einem der nächsten Dienstage sehen wir uns wieder. Ich hoffe, dass das dann auch klappt. Und nochmal die Aufforderung an alle, die Lust haben, hier vielleicht auch mal einen Stream zu moderieren. Die Technik würden wir zur Verfügung stellen und auch das How-To wird mal gut erklären. Also das ist wirklich nicht schwierig, wer da Lust drauf hat, weil ich werde definitiv nicht mehr Rennen machen können und würde mich sehr freuen, wenn sich da noch jemand findet, der das dann vielleicht in abwechselnd halt mit irgendwie, wie vielleicht auch zwei, drei verschiedene, die das dann mal machen. Auf alle Fälle wäre es wichtig, die tolle Serie komplett zu übertragen, sodass man am Ende der Rennserie wirklich einen kompletten Überblick hat. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche und ja, und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Und nach der Strecke muss ich Gott sei Dank nicht fragen, die ist 10-mal gleich. Ja, viel Spaß und bis bald hier bei Simrace TV miteinander.